kleinen Heuschrecken. Die Mantis, eine Grindobeere. Ich finde immer noch neue Beeren, Leute. Die patchen doch jeden Tag neue rein. Kann mir doch keiner erzählen hier. Was zum Teufel. Hier haben wir wieder die Tentachas. Und dieses Wüstengras. Natürlich finde ich jetzt überall diese Rehe. Nachdem ich sie ewig gesucht habe in dem einen Bereich, sind sie hier jetzt überall. Oh, Junge. Naja. Lieber so, als wenn ich immer noch keines hätte, wa? Noch eine neue Beere, um Gottes Willen. Sehr effektive Eisattacke. Ach ja, es gab ja dann... Oh, das Zentox sah cool. Es gab ja dann auch Beeren, die eine eintreffende... Wow, okay, das ist auch in Ordnung. Die einen eintreffenden Hit abgeschwächt haben. Ne? Das ging mir auch auf den Sack. Gab es, glaube ich, auch bei einigen Arena-Leitern und so. Damit du die nicht einfach aus dem Leben roffeln konntest, ey. Ätzend, sage ich. Pusht erstmal Initiative. Zoroark. Aber was mache ich mit dir? Ein kleiner Windschnitt erstmal auf Ehre, oder? Begrenzer mit einem schönen Wachssiegel. Okay. Dann müssen wir wohl über uns hinaus wachsen. Oh, boy. Der Kramchef, der ist aber zornig heute. Scheiß die Wand an. Mann. Oder der lebendige Kampfscreen, auch sehr cool. Ja, wenn hier nicht gerade Leute irgendwie durchs Bild rennen im Kampf. Das ist dann fast schon wieder zu lebendig. Aber davon abgesehen bin ich da ganz bei dir. Ist schon cool, dass man auch an der Stelle kämpft, wo man encountert, ja. Sonst gab es ja immer mal so eine leblose Extra-Arena-Bubble, die sich dann aufgebaut hat, ne. Und da hast du nicht wirklich viel gesehen drumherum. Und so ist schon deutlich cooler, ja. Nice one! Level up! Und ein Zoroark. Polymorphux-Pokémon. Es heißt, Zoroark verbanne jeden, der es zu fangen versucht, zur Strafe in eine Welt der Illusionen. Oh. Naja. Leute. Nichts ist real. Holt die Aluhüte raus. Wir sehen nur noch Illusionen. Dö. Und ich habe Emeron versprochen, dass ich das Emeron nenne, wenn ich es fange. Ich weiß nicht warum, aber dieser Mann liebt dieses Pokémon. Da habe ich Arceus schon gar nicht mehr gestreamt. Da hat er mir eine PN geschrieben, dass wenn ich einen Zoroark bekomme, dass ich das bitte nach ihm benennen soll. Also, er folgt da irgendeinem religiösen Eifer. Und da folge ich ihm natürlich dann gerne mit, ne? Gar kein Problem. Tentachas? Oh, was war das da hinten? Mogelbaum? Da war gerade irgendwas Fettes. Ich weiß nicht, was es war, aber ich möchte es rausfinden. Möglichst ohne dich, du Eumel. Sonst hole ich die Shiki-Kanne. Was ist das? Ach, ein Leta-King wieder. Cool. Der King im Ring. Ja, Mann. Wieso denn nicht? Scaraborn, noch eine neue Beere. Um Gottes Willen. Der Bärenwald. Holy hell. Hast du es jetzt wirklich gefangen? Oder ist es nur eine Illusion? Wir werden es nie herausfinden, ne? Scheiße. Ein Frostelka. Nice. Ich liebe diesen metallenen Glanz, den es hat. Den finde ich wirklich, wirklich cool. Und vielleicht hat das ja Bock auf einen Flottball. Ehre. Wann nennst du ein Relaxo nach mir? Ja, Chloa, ich habe noch keins gefunden. Kein Mamfaxo, kein Relaxo. Insofern kann ich euren Wünschen da nicht nachkommen, ne? Wir brauchen ein DLC, nur mit Relaxos überall. Frostelka, das Beutelwurm-Pokémon. Es haftet an dicken Baumstämmen. Nimmt es irgendeine Bewegung wahr, feuert es mit Teilen seiner Schale um sich. Junge, wie selbstzerstörerisch. Samenbomben haben wir gerade bekommen, Gnolde. Siehst du, jetzt weiß ich auch warum. Grüße dich. Dann machen wir hier einen kurzen Speicherer. Auf der Karte zeigen, wo du bist, kann ich machen. Haben wir ja geübt vorhin, Freunde, ne? Ich bin hier oben. Quasi ganz im Nordwesten, über diesem See. Da ist so ein brauner Fleck und das ist dieser Herbstwald. Im Nordwesten, ja. Junge, wie das da hängt. Es hängt da einfach an dem Baum. Das ist ja super. Was haben wir da liegen? Das ist wieder so ein Mastiffioso. Aha, aha. Und hier unten, da ist ja dieser sehr dunkelbraune Spot gerade verdächtig gewesen. Aber da ist auch nur ein Scaraborn. Ja, cool, wie hier überall Frostelka rumhängen, ne? Tentachas am Flitzen. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? Die Tentachas sind hier, wie auch die Felinos zum Beispiel. Und diese Landwahl-Pokémon, die sind tatsächlich hier an Land geflüchtet, ja. Und haben da eben ihr neues Domizil aufgebaut, weil sie aus dem Wasser verjagt wurden. Deswegen sehen sie jetzt so aus, ja. Und leben an Land.
Flottball. Come on. Ja, Tentoxa, ganz genau so. Ehre. Wie schaut's heute aus? Wieder Open End? Ich denke ja. Vielleicht nicht ganz so extrem. Aber schon nochmal Abschluss der Eskalation. Ja. Ansonsten habe ich auch den Streamplan soweit fit gemacht, Freunde. Falls ihr da reinschauen wollt, jetzt für die Woche. Und für die drauf wird dann vermutlich überall WoW stehen. Ja. Da mit Dragonfly, da schieben wir dann alles andere zur Seite. Das heißt, die Woche nochmal schön Pokémon reinballern, normaler WoW-Flow und Origins beenden. Und dann Dragonflight, ja. Butz in die Phrase. Tentera, Quallenpilz-Pokémon. Diese Pokémon gründen Kolonien, die tief im Wald leben. Sie können es nicht ausstehen, wenn ihnen Fremde zu nahe kommen. Ja, würde ich auch nicht, wenn ich ein Pilz bin. Die wollen mich entweder fressen oder pflücken. Schönes Insta-Selfie mitmachen. Hä, ein Tentoxa, geil. Oder ein Tentera, meine ich natürlich, ne? So sieht's aus. Was haben wir hier? Das sind wieder Stinktiere. Jawohl. Die hätten wenigstens ein sehr auffälliges Shiny. Noch eine neue Beere, ich flippe aus. Da ist Kramorx und Kramchef unterwegs. Weil das Stinktierchen, das ist dann so rot statt lila. Das ist eigentlich ganz hübschi, muss man sagen. Da war noch ein Trainer. Hatte ich den gerade schon? Nee, ne? Ich bin jetzt gezielt um den rumgeritten, glaube ich. Aua, aua, was ist mit dir, Kollege? Ich bin zu lange durchs hohe Gras gekrochen. Jetzt tut mir der Rücken weh. Ja, was kriegst du da auch rum? Kitzelt dann schön am Sack, wenn man kurze Hose trägt, ne? So sieht's aus. Die besonderen Waldtechniken. Du findest ständig Pokémon, die ich nie in der Wildnis gesehen habe und bin mittlerweile bei 338. Das hätte einiges an Bonbons gespart. Das auf jeden Fall, da hast du recht. Wenn der Dragonflight-Release-Hype rum ist, wird der Safe God of War kommen, danach dann direkt Horizon. Denke schon, aber ich weiß noch nicht genau, wann das passieren wird. Aber ja, ich denke, da müssen wir auch keine großen Abstimmungen machen. Ja? Weil ich glaube, wenn ich jetzt eine Abstimmung machen würde für das Montag- und Donnerstag-Game nach Dragonflight-Hype, dann wäre Platz 1 God of War, Platz 2 Horizon und Platz 3 Odyssey. Und darum kann ich zumindest zwei davon, glaube ich, abgrasen, ohne dass wir jetzt noch eine wache Woche der Umfrage irgendwie mit reinschallern, ja. Wenn mein Rücken okay wäre, hätte ich dich bestimmt besiegt. Mit Sicherheit. Ja, ja. Dann hast du meine Rückenherzelein. Oder auch nicht. Was hängt denn da am Baum? Wieder so eine räudige Spinne, die mich anspringen will, oder? Willst du mich anspringen? Tatsächlich. Ah, du räudige Halunke. Fürchterlich, diese Pokémon-Interaktionen. Wer hat sich das denn gewünscht? Ja, ich selber, aber doch keine Spinne, die mich anspringt. Was soll denn das? Oh Gott. Okay, da waren wir schon. Oh, Forstelka überall. Ja, das ist klar, dass ich jetzt random in so ein Reh falle. Ah, Kronjuwild. Lass mich doch in Ruhe. Frechheit. Dann nehmen wir den hier mit. Den Heilpuder. Und dann hoppeln wir direkt weiter. Sehr gut, sehr gut. Gesundheit. Shai ist wieder allergisch hier gegen die Forstelka-Horden. Ganz fürchterlich. Ah, das Puder war da. Ja, das habe ich auch ganz schön wild hier rumgeschwenkt, das stimmt. Das kann passieren. Ach, guck mal, hier sind wieder ein paar Äffchen unterwegs. Äffchen, Äffchen. Ja, ich gucke immer, dass ich gegen Leute kämpfe, die Rückenschmerzen haben, ne? Dann habe ich nämlich einen Vorteil. Die winden sich dann mitten im Kampf vor Schmerzen wie so ein Würmchen und können ihren Pokémon dann keine Befehle mehr geben. Das ist schon ein ordentlicher Vorteil, ja? Kann ich nur empfehlen, dazu mitzumachen. Was haben wir da? Wieder Forstelka. Hier sind aber ganz schön viele. Ach du Scheißes, ja. Komplette Plage hier, oder was? Noch eine neue Beere. Sehr gut. Und da hinten, schaut mal, da wird so richtig interessant. Kramorx, Kramchef, ein Raichu. Habe ich Raichu schon? Das eine hat mich ja platt gehauen, ne? Das war ja ein bisschen zu krass damals mit dem Kampftyp. Nee, habe ich noch nicht. Kramchef, ich bete für dich, dass der jetzt im Flottball bleibt, weil wenn nicht, hast du, glaube ich, ein Problem, mein Schöner. Aha, die Gebete wurden erhört. Ja, Raichu hatte auch Rückenschmerzen, ne? So sieht's aus. Sehr gut. Maus-Pokémon. Mit Hilfe seines Schweifs entlädt es Elektrizität in den Boden, um sich auf diese Weise vor elektrischen Schlägen zu schützen. Nice, hat sein eigenes Sicherheitssystem. Wirst du eigentlich alle Pokémon auf Max-Level bringen? Nee. Oder ist nach dem Durchlauf Schluss? Also Schluss ist dann nicht.
werde dann natürlich noch Shiny hunten und den Dex voll machen. All sowas, was ich jetzt nicht so gerne im Stream dann ewig strecke, weil da auch, denke ich, ein paar eher langweilige und langwierige Passagen dabei sind. Aber mit sowas werde ich auf jeden Fall noch viel Freude haben. Alle auf 100 bringen war allerdings nie mein Ziel. So, vielleicht ein paar aus dem Team. Vielleicht auch alle, je nachdem, wie es mit den EP aussieht und wie sich die Bonbons verteilen. Aber dann bin ich eher ein bisschen gemütlich am Shiny hunten. Abends schön entspannt im Bette liegen. Switch nehmen, King of Queens gucken oder so. Dann ein paar bunte Entons fangen, ja. Aber mit den Level an sich verbinde ich da nicht so viel. Der Verhöhner. Junge, Junge. Sonderbonbon, auch schön. Und da wollte ich erstmal rüber zu dem Raid gucken. Der scheint ja Wasser zu sein oder Eis. Oh boy. Das könnte interessant werden. Eis. Da nehme ich, glaube ich, einfach unser Kroki mit. Kroki, ein Duodino. Das ist die Entwicklung von dem Kapuzenboy, den wir letztens in der Höhle hatten. Und er ist 4 Sterne. 4 Sterne gibt hier und da schon auf die Fresse, ne? So sieht's nämlich aus. Man wird im Alter auch genügsam, ja. Nur noch 4 statt 5 volle Shiny-Boxen und so, ja. War bei mir aber auch früher tatsächlich nie so interessant. Alle auf Level 100. Also den Starter hatte ich dann notgedrungenerweise irgendwann auf 100. Ja, da hatte man ja auch noch nicht so die Level-Option. Da hat man ja eigentlich dann die Top 4 gespammt, ne, und pro Run irgendwie eine Entwicklung geholt dann. Von irgendeinem Pokémon, das man anders jetzt schlecht trainieren konnte. Aber das war dann auch das höchste der Gefühle. Bam! Und ansonsten war ich da gefühlt noch nie hinterher. Aber auch da ist jeder anders, denke ich. Grimasse. Ja, ich spamme aber mein Loderlied. Was willst du machen? Befreie dich von deinen Effekten. Magneton mit der Schockwelle. Oh, Finsteraura. Boah, da fliegt gerade einiges durcheinander. Nein, ich bin sogar zurückgeschrocken. Ah, das ist unangenehm, Mann. Hör mal auf, nur mich zu beißen hier. Jetzt aber. Bums. Sehr gut. Früher hat man doch eh nur seinen Starter als höchstes Pokémon gehabt und dann alles damit rasiert. Ja, da kommt erschwerend hinzu. Ganz genau so war es bei mir auch. Dann auf Zwang noch so ein bisschen was Hochstufiges gefangen, irgendwie ein Georock oder so, ja, auf der Siegestraße. Hier mal ein Georock, da mal ein Onix und so. Damit man so ein paar Puffer hat, wenn es zu den Top 4 geht, ne, dass die herhalten, während man den Starter mit Belebern und so wieder fit macht. Fühle ich, ja. So sahen meine ersten Runs auch sehr häufig aus. Wolferatu, Hallöchen. Früher mache ich heute noch so. Rynamic, du bist einfach jung geblieben, ne? Jung und frisch. Ehre. Bei Crasa auf 100. Press No. Also die Legendaries oder andere Lieblings-Pokémon, ne? Da kann man natürlich auch nochmal ein bisschen was basteln. Sag mal, kann ich jetzt mal hier bitte, jetzt sterbe ich, oder? Oh nein. Das heißt, wir können es beenden. Come on. Yeah, das war aber knapp hier. Mit seinem Scheiß zurückgeschreckt, ne? Der soll sie mal zusammenreißen, der komische Dino-Boy. Macht jetzt einen auf. Oho, ich habe 2 Köpfe. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Doch, kann ich. Pass mal auf. Pass mal genau auf, wie ich das mache. Und zwar mit einem schönen Finsterball hier. In dieser dunklen, dunklen Höhle. Ja, das startet wenigstens auf 70. Ja, das war dann der Vorteil häufig, ne? Wenn man im Endgame oder Postgame so die Legendaries hatte. Die waren gerne mal 70 oder höher. Da hatte man dann nicht mehr ganz so viel zu tun, ja. Da habe ich immer kurz Angst, wenn der erst gar nicht wackelt, ne? Aber da ist er. EP-Bonbon L sogar. Schau mal, Terra-Stück Eis, einige dabei. Sehr, sehr nice. Rayquaza hätte ich ja gerne irgendwann als Shiny, aber dann legit auch nicht gehackt. Ja, gehackt ist immer doof, ne? Diese eine Wunder- oder Zaubertauschzeit oder wie sie sich schimpft, wo man dann auch so ganz viele gehackte Pokémon hatte, die irgendwie als Namen den Discord-Server oder die Website von diesem Dienst da hatten, wo man die gezielt kaufen konnte oder so. Das ist dann irgendwie auch nicht Sinn der Sache, ne? Duodino, Grobheits-Pokémon. Seine Köpfe vertragen sich nicht. Schenkt man beiden nicht das gleiche Maß an Aufmerksamkeit, beginnen sie aus Eifersucht einen heftigen Streit. Na super.
streichelst das eine und das andere beißt dir einfach die Hand ab, ne? Let's fucking go. Ja, sah da auch ganz gut aus. Ah, guck mal, in die Wüste müsste ja auch irgendwann nochmal. Für das Waschakwil, ne? Aquawelle, nice. Für das Waschakwil, das war ja damals zu stark. Da musste ich ja immer wieder abhauen, ne? Das war ganz traurig alles. Da haben wir noch ein Item. Da haben wir noch ein Skaraborn. Skaraborn, was geht? Oh, Tentoxa ist hier aber am Rumhüpfen. Gucke mal da. Verrückten Paraheiler nehmen wir noch mit. Und dann können wir uns da dem Trainer stellen. Aber mein Team hat schon wieder ganz gut auf die Schnauze bekommen. Ich pack mal Garados nach vorne. Möchte meinem Kramchef auch mal eine Pause gönnen. Pilze hier, Pilze da. Ich habe auch welche an den Füßen. Guck mal, Onkel. Pilze, yo, Schokolade. Emanuela, ja, lass die Finger von den Pilzen. Exkar mit dem 37. Vielen Dank. Dankeschön. Kapilz. Ja, eigentlich mit Eiszahn, oder? Hätte ich gesagt. Kriegen wir in den Griff. Jawohl. Oh. Habe ich nicht gedacht, dass er das überlebt. Die Samenbomben. Boah, schmettert ganz ordentlich. Aber aushaltbar, ne? Garados macht das, Junge. Das halten wir aus. Kein Problem. Hab den Stream, eine Flasche Milch und eine Tüte russisch Brot. Bin zufrieden. Russisch Brot hatte ich auch sehr, sehr lange nicht. Habe ich früher irgendwie als Kind nur gefressen. Und mittlerweile sehr, sehr selten. Aber wenn das irgendwo auf dem Tisch steht, dann muss auch direkt der Kopf in der Tüte versenkt werden. Ja, das ist wichtig. Ein Hutsassa. Ja, bleiben wir bei Garados, oder? Der macht das schon. Wenn jetzt nicht irgendeine Stachelsporenkacke kommt, kann natürlich bei solchen Viechern schnell mal passieren. Oh, oder sowas, Garados. Warum, Bruder? Ich hab dir vertraut. Oh mein Gott, ich hab dir vertraut. Der Wolf erhalten. Das heißt, ich kann ihn für den letzten wechseln, aber wenn der letzte, ich sag mal, auch ein normaler Pilz ist, ja, dann werden wir den, glaube ich, auch mit dem Feuer-Pokémon in den Griff bekommen. Hoffe ich zumindest, wenn dann irgendwann diese tausenden Statuseffekte hier durchgespielt sind. Das war ja fürchterlich, wie viel er gerade durchtickte. Wahrscheinlich kann der Pilz Solarstrahl. Alter, eigentlich will ich die Animation ja sehen, ne? Aber ich glaube, Garados will die lieber nicht sehen, deswegen... deswegen verzichten wir an der Stelle drauf. Altaya, Pekka, Hallöchen und Tool mit dem 52. Vielen Dank. Dankeschön. Und damit ist er auch im Eimer. Wunderbar. Hutsasser, mach es gut. Da ist er einmal weggefegt. Ja, gibt auch ganz gute EP hier oben, ne? Können wir doch gar nicht so meckern. Und als letztes, was hast du dabei? Lass mal sehen. Während mein Garados leidet. Tenterra. Ja, das müssen wir eigentlich wegbürren können, oder? Nehmen wir Skelogrock. Und dann weg damit. Genul, was geht? Hatte es auch ewig nicht, aber habe es beim Einkaufen bestellen angezeigt bekommen und musste es einfach mal wieder haben. Ja, die wissen auch schon, wie die das online machen, ne? Ansonsten hat man ja gerne im Kassenbereich, wenn man normal einkaufen ist, noch so Aufsteller mit einem Haufen Bums. Oh, oh. Oh, das habe ich nicht erwartet. Wo man dann denkt, oh ja, hier mal wieder Paco Mentos oder so, ne? Und zack, zerab ist der Wagen noch voller. Und online ist das genauso, ne? Kenne ich ja auch allein vom Tierfuttershop. Dass ich seltener für mich kaufe, aber wenn ich für Katzi shoppe, dann immer, ja, hier noch Snacks und Kunden kaufen auch und gerade im Angebot, ne? Ah, boy. Ups, sorry, da ist ein Moment lang der Pilz in mir durchgebrannt. Alles klar. Sprichwörter, die man einfach sehr gut kennt, oder? Das hat schon mal funktioniert. Was aber nicht so gut funktioniert hat, war der Switch von Garados, ne? Der Bruder ist jetzt vergiftet. Dann nehmen wir einfach Skelogrock nach vorne. Oh. Dann müsste das hinhauen. Sehr nice. Dein neuer Partner Utensilo ist wirklich top. Am Freitagabend bestellt und heute früh alles da. Yo, die geben alles, ne? So wünschen wir uns das natürlich, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr noch wunderbare Snacks und Knabbereien sucht, jeglicher Art oder eine passende Soße, Ausrufezeichen Käse und mit meinem Code noch 15% sparen, wer sie noch schnell für ein Release eindecken muss, ne? Dann Attacke, wenn ihr aber sagt, ah, ich bin schon satt, Bro, hab schon 30 Mal bestellt diese Woche, dann kann ich das verstehen.
dann findet ihr mit Ausrufezeichen Utensilo ähnlich schöne Rabattcodes und vor allem ganz, ganz viele tolle und meistens auch nerdige Angebote zu Pokémon, Cyberpunk, Mass Effect, WoW und. Also da kann man wunderbar stöbern und vielleicht sogar noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk entdecken. Lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich. Freut mich, wenn ihr was gefunden habt. Was haben wir da noch? Eine Spinne hängen? Und was bist du denn? Ach, das ist hier diese Fruchttanten-Entwicklung. Ja, Fruchttante. So sieht's aus. Und dann kommt die Katze und möchte eh nur den Karton von der Bestellung haben. Ja, das ist leider immer der Fall. Oder wenn so neue Gratisproben von Leckerlis kommen. Nee, komm. Das sind nicht meine üblichen, weißt du, geh nach Hause damit. Ist so. Okay, Fruyal, ich hab dich tatsächlich nicht. Wie machen wir das am besten, wir beide? Ich würde sagen, ein bisschen Loderlied. Hat noch keinem geschadet. Rums. Ja, das wird. Guck mal, wir pushen uns jetzt nochmal. Und dann ziehen wir es einfach weg. Let's go. Für den Release, ich habe schon fast 2 Pötte Käsesoße weggefräst. Bis Weihnachten bin ich geplatzt. Ja, gut. Das kann natürlich passieren, ne? War gar kein Gag mit die Woche schon 30 Mal bestellt. Hoppala, ich lese da nur aus den Statistiken vor gerade, lul. Ist halt lecker, das Teufelszeug, ne? So sieht das aber aus, hör mal. Da haben wir eine wunderbare Zersplatterung von unserer Terra-Kristallisierung. Und das heißt, wir gehen mal noch rein mit dem Hyperball. Bums. Ah, komm schon. Nee, nicht mein Krogi töten, bitte. Ja gut, mit Stampfer wird das auf jeden Fall nicht passieren. Es ist auch wieder hell geworden. Das heißt, meine Finsterbälle, die kann ich mir leider auch in die Haare schmieren, ne? Scheiße, ey. Ach, jetzt zickt das auch so rum. Das wird jetzt so eine Geschichte von wegen gerade 3-mal gewackelt, jetzt 2-mal, jetzt 1-mal und... Oh, bitte nicht. Nee, komm, das hatten wir schon mit Gardevoir. Sei nicht wie Gardevoir, du bist besser. Sehr gut. Guck mal, was sollen diese Vergleiche immer, oder? Das steht bestimmt auch so im Pokédex. Royal, das Fruchttanten-Pokémon. Ich denke schon, wir gucken mal. Ja, siehste. Royal, ah nee, Obsttanten-Pokémon. Zwar ist es stolz und aggressiv, aber wenn man seine Krone berührt, soll es sich augenblicklich beruhigen. Ja, da musst du aber erstmal drankommen, oder? Warum wird das dann so ruhig? Ist das sein Geschlechtsorgan? Ich brauche mehr Informationen. Ich fasse hier doch nicht irgendwelche Kronen an, die mit dem Pokémon auf sehr weirde Art und Weise verwachsen sind. Hallo? Sag mal, die Professoren, die das rausgefunden haben, die waren doch wieder besoffen, ey. Um Gottes Willen. Schön besoffen im Wald bei Pokémon erforschen. Nee, Junge. Nee. Ich distanziere mich. Ishto, der 16. Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Schön an der Krone rubbeln, ne? Die Krone polieren. Ja, wir wissen doch, wie das läuft. Das ist wieder ein Leter King. Das entspannt hier schön im Schatten, ne? Ja, der macht das richtig, hör mal. Der macht das richtig. Spinnen. Spinnen, die spinnen. Hervorragend. Kurz mal speichern. Guten Abend zusammen. Ich habe gerade auf Facebook einen Post zu Fußball gelesen und die Kommentare darunter sind nur am Streiten. Und einer so, jetzt beste Zeit für WoW. Ja, der versucht wenigstens ein bisschen Frieden zu stiften, ne? Sehr, sehr gut. Da haben wir noch einen Tentacher rumstehen. Bisschen Eisen. Und dann glaube ich, wir sind schon am Ende des Waldes wieder, ne? Ah, guck mal. Hatte ich jetzt ja gar kein Gefühl für. Reiten wir hier drüben nochmal lang. Und dann sind wir auch einmal gut um den See schon rum, ne? Also da geht es natürlich auf der anderen Seite noch ein bisschen weiter. Ich möchte hier gern nur den Ball haben. Nice. Die Tippelschritte, Leute. Die Tippelschritte, die sind immer mit uns. Shiny Scaraborn ist, glaube ich, auch immer noch pink, oder? Das ist auch was Feines, Junge. Ein pinkes Scaraborn, das dich einfach aufs Übelste vermöbelt. Das fühle ich auch komplett, ne? Denkst du, ah, ich bin der krasseste Ficker mit meinem Glurak und dann kommt ein pinkes Scaraborn und prügelt mit Nahkampf die Scheiße aus dir raus. Ach, schaut mal, hier ist noch so ein Siegel. Oh, und da ich einen gelben Leuchtstab gefunden habe, ist eine Kette weg, oder was? Aha, dann gibt es zu jedem Siegel 4 Leuchtstäbe, wie es aussieht. Aha, guckt mal, Leute.
So schnell kann man das connecten hier mit den Secrets, ne? Sehr, sehr wild. Wird es bei dir auch die Twitch-Drops geben? Die ersten beiden Twitch-Drops sind frei für alle. Sprich, das Pet von letztem Mal und das Mount, das jetzt kommt. Die kannst du bei jedem WoW-Streamer holen, egal ob Partner oder nicht. Egal ob 10 und 10.000 Viewer, so also auch bei mir, wenn ich WoW streame. Die darauf folgen, sag mal Raichu, verarschst du mich gerade? Die sind nur bei bestimmten Streamern zu holen. Welche das sind, weiß momentan noch keiner. Pokémon fangen war immer schon ein Rätsel für mich. Es schläft halt nur noch bei einem KP und kommt trotzdem aus 100 Hyperbällen raus. Ja, es gibt ja so Leute, die sind Drunken Master, ne? Oh, eine rissige Kanne, geil, das ist sehr wichtig. Es gibt ja Leute, die sind Drunken Master und sind besonders heftige Fighter, wenn sie besoffen sind. Grüße an Rock Lee an dieser Stelle. Und es gibt bestimmt auch Leute, die sind irgendwie Sleepy Master. Und wenn die Bubu, ne, dann geht das richtig nach vorne, Alter. Und wenn man so einen erwischt und den fangen will, naja, dann wirst du wahrlich nicht glücklich, ne? Dann musst du den eigentlich wieder aufwecken, weil er dann schwächer ist. Flottball, Steinknochen. Ja, ich glaube, dann hatten wir hier alles, ne? Gibt's hier noch irgendwo einen interessanten Spot? Du mieses, kleines Ding. Glaubst ja wohl, Level 56, da nehme ich die EP mit, Junge. Los geht's. Bam. Auf Wiedersehen. Sehr gut, sehr gut. Wenn ich Fußball sehen will, dann schaue ich Crav beim Olivenschubsen zu. Ja, bei der einen Arena, ne? Schön die Olive schubsen, Leute. Das ist die Pokémon-Fußballart. Wobei es Fußball auch in der Pokémon-Welt geben muss, ne? Allein wegen Liberlo. Das ist ja ein Fußball-Pokémon. Oder tritt er auch nur Oliven? Wir werden das mal hinterfragen müssen demnächst, Leute. Werden wir einige Pokémon hier ein bisschen prüfen, ja? Auf Herz und Nieren. Mhm. Glaube, das sind mehr als vier. Bin mir sicher, dass ich mehr als vier Lilane gefunden habe. Hab immer noch zwei Ketten. Oh, okay. Dann ist das Verhältnis vielleicht ein bisschen anders. Danke für den Hinweis, aber das Prinzip ist so, ne? Vom Prinzip her habe ich das richtig durchschaut. Das ist ja ein Anfang. Fleckmann, das ist mein Frikassee. Schlafrede, guck mal, wie war das mit Sleepy Master? War gar kein Gag, ne? Schlafrede gefunden. Sehr gut. Ja, dann fighten wir da jetzt noch den Trainer. Nehmen hier den Raid mit und dann gehen wir Richtung Finale, würde ich sagen. Boing, hallo Herr Trainer. Du willst die schönste Aussicht sehen? Ich streife durch die ganze Paldea-Region und suche weit und breit nach der schönsten Aussicht. Ja, die siehst du jetzt hier bei meinem Kampf, Regina. Lass mal was sehen. Chanera, oh nee, bitte hab nicht auch noch die Entwicklung. Und dann nochmal Chanera und dann wieder Heiltiere. Er hat nur eins, och, ein Glück. Junge, die haben immer Defense ohne Ende, ne? Ganz fürchterlich. Bam, ach du Kacke. Ja, ich hoffe, das tötet mich nicht. Skellokrok, wir sterben nicht an einem Chanera, okay? Das ist nämlich auch ohne Shiny zu sein, Pink, und das heilt sich einfach. Diese verdammte Legende heilt sich einfach gegen. Boah, aber ich pushe ja eigentlich meinen Spezialangriff. Das heißt, egal wie sehr es sich heilt, irgendwann ist es einfach One-Hit, ne? Weg damit. Geil. So, Reh war dann doch nicht einkaufen, das wird zu voll dort. Gibt's halt doch das geplante Abendessen und morgen kaufen wir dann ein. Ja, wenn man da ein bisschen planen kann, ne? Ein paar Alternativen hat, dann geht das so. Dann muss man sich ja nicht permanent diesen Stress antun. Heilt sich das jetzt wirklich wieder? Na? Na, tatsächlich. Boah, aber das heilt sich nicht jedes Mal voll, oder? Come on, nicht ganz voll. Ah, okay, das kriege ich hin. Das heißt noch zweimal Loderlied. Und dann müssten wir es zerroffelt haben. Vielleicht ja sogar ganz easy, weil es mal nicht Weichei einsetzt. Was ist denn das für ein Kampfstil, Mann? Das ist ja fürchterlich. Oh mein Gott, Bruder. Das ist ja schlimmer als WoW-Arena. Come on. Aber jetzt muss es reichen. Jetzt wirst du trotzdem weggeburnt, du alle Zippe. Rums. Das war einer der spannendsten Fights, die wir, glaube ich, jemals hatten, oder? Wir hatten viele Fights, aber das hier war einer der spannendsten überhaupt. Scheiß mal auf das Starmobil im Kampfversteck. Das war der Shit, Leute. Oh, und viele EP gebracht. Ja, Chanera. Geil.
Es sind 8 pro Siegel, sitzt gerade dran, sie zu sammeln. Salopp mal doppelt zu 4, also ein Stab, nee, 2 Stäbe, eine Kette. Okay. Ja, Mathematik wieder, ne? Frechheit, ey. Ich würde zu gern wissen, was dir diese Macht verleiht. Oh, wow. No way, es ist eine Anspielung ans Intro. Zuerst dachte ich, das hier wäre die allerschönste Aussicht, aber ich werde eine noch schönere finden. Egal, wie schwer mein Weg auch ist. Das ist ja großartig. Ey, Mann, Agnul hat's direkt erkannt, ne? Ich streife durch das ganze Land und suche weit und breit. Oh ja. Ey, Mann, was ihnen diese Macht verleiht. Ist ja unfassbar. Gut, dass wir den Trainer noch mitgenommen haben. Das war tatsächlich einer der wichtigsten. Hätte ich zunächst ja nicht geglaubt, ne? Aber gut. Manchmal ist es so. Ja, dann flattern wir hier jetzt noch entspannt zurück auf die Insel. Und dann verteilen wir da unsere Bonbons. Wir haben ja von den Raids ein paar EP-Bonbons wieder snacken können, ne? Und dann geht's zum Leuchtturm, wo Pepper auf uns wartet, die alte Legende. Insofern gehe ich mal davon aus, dass der sich auch nochmal battlen will. Und dass er dafür hoffentlich ein paar heftigere Pokémon mitbringt als die, mit denen er bisher mitgekämpft hat. Ansonsten wird das ein sehr kurzer Kampf, ne? Dann war das mit Chanera gerade länger. Daher. Oh, da ist auch noch was. Was könnte das sein? Ein Dragonier? Ein Terra-Dragonier? Aber das habe ich ja schon mit Donner letzte Mal gefangen, ne? Das war sehr, sehr heftig. Lass mal Lucky Lucky machen. Hello, was bist du? Nee, ein Kamalm, Junge, auf keinen Fall. Nee, auch, oh Gottes Willen, ja, ich bin ein Freiwild hier. Es war eine Falle, Leute. Es war eine Falle. Ein Shiny Pokémon ist ein Pokémon mit einer anderen Farbe. Jedes Pokémon kann mit sehr geringer Chance als Shiny spawnen. Und ist somit also sehr, sehr selten. Und darum sind die eben sehr beliebt, ne? Zumal sie auch manchmal dann einfach geiler aussehen, je nach persönlicher Präferenz. Okay, Beutel. Da sind wir. Will mich ja nicht beuteln lassen. Rein in die Bonbon-Tasche. Das sieht aber lecker aus hier. ML, alles mit dabei, ne? Ja, wer ist denn am weitesten hinten? Garados und Despotar, ne? Würde ich sagen, Garados. Der bekommt hier mal 2 von den Dicken. Ist auf 64. Dann haben wir ein paar Emma dabei. Da kriegt Despotar erstmal, ich würde sagen, 5. Mal gucken, wie das schallert. Boah. Das war schon ganz gut, möchte ich mal. Dann kriegst du auch die anderen 5, mein Schöner. Pass mal auf. Dann lassen wir uns da gar nicht lumpen. Ja gut, und S und XS, ich meine, ob wir die jetzt vergeben oder nicht, das macht, glaube ich, nicht mehr so viel aus, ne? Ja, wobei, in der Masse, guck mal da, das war schon gar nicht schlecht, ne? Ansonsten, glaube ich, das war's. Das war's, ja. Naja, aber sind wir doch ganz gut aufgestellt. Dann gucken wir jetzt mal, wo wir hinfliegen. Gut, dann tauschen wir wieder zu Garados, würde ich sagen. Weil die Auto-Battles haben ja das letzte Mal ein bisschen rumgebuggt, ne? Als ich dann kein Wasser-Pokémon draußen hatte. Aber so hauen wir dann jetzt ein paar Carpador kaputt. Garados macht sie alle, jawohl, und hoffen, dass ein goldenes spawnt. Shiny Carpador ist nämlich golden, Leute. Und genau danach suchen wir jetzt. Und entweder hat das Bock auf mich oder halt nicht. Und wenn es keinen Bock auf mich hat, dann ist das aber auch nicht so schlimm, weil unter uns ist ja direkt der Leuchtturm. Und das wird unser erstes Ziel heute sein. Von den ganzen Finalsektionen, die so anstehen. Das sind noch nicht genügend Carpadore, Garados. Du musst sie alle platt machen. Den allerersten Massenauflauf hatte ich ja mit Enton. Und da war wirklich ab einem gewissen Punkt alles voll mit Enton. Also es war wirklich überall. Oben am Rand, im Fluss, oben, unten, links, rechts. Es war die große Enton-Apokalypse, ja. Aber Carpador lässt sich gerade ein bisschen feiern, kann das sein? War's das schon mit dem Auflauf? Nö, das war nur kurze Pause, ne? Kurz mal Päuschen. Ja, siehst du, da geht's nämlich schon weiter. Hallo, Freunde. Ein rotes Garados will ich nämlich auf jeden Fall noch haben. Deswegen wäre das ganz cool, wenn ich jetzt schon mal. Was willst du denn? Hallo, Junge. Wenn ich jetzt hier vielleicht den ersten Schritt dazu machen kann. Werden es dann jetzt natürlich für unseren Durchlauf nicht nochmal hochballern, ja. Putz. Aber lieber erstmal haben als brauchen, sagen wir ja immer. Skalz, hallöchen. Achtung bei den Meldungen, dass der Auflauf. Junge, die Entons.
Don't talk to me or my son ever again. Geil. Aber auch ihr werdet umgeschallert, Freunde. Let's go. Wenn er sich bald auflöst oder so, du kannst 100 Stück umhauen, ne? Das wurde genau bei den Entons auch gesagt, irgendwie. Bis zu 100 Stück, also auch ein bisschen krasser, als wir das aus Arceus kennen, ne? Das waren auch viele, aber ja doch weit entfernt von 100. Gehen wir nochmal raus, dass sich der Bestand erholen kann. Vielleicht nochmal ein bisschen rumreiten hier. Aber schon witzig, dass sie alle in diesem kleinen Tümpel hocken, ne? Das war ja vermutlich so ein Carpador-Gangbang, den ich jetzt ein bisschen gestört habe. Und dann geht das auch schon wieder rund hier, ne? Garados hier drüben, guck mal, da sind sie. Jawohl. Hau sie weg, die kommen dann aufs Sandwich. Genau. Mit gebratenen Enton-Streifen. Ich habe die Befürchtung, dass Enton lecker schmeckt. Aber ich möchte es nicht rausfinden. Ich hoffe einfach, dass ich mich irre. Bam, da ist noch eins. Ja, oh, da springt er direkt aus dem Wasser. Irgendwie gefällt mir die Spawn-Frequenz nicht. Sind vielleicht doch auch welche da unten? Kann ich das von hier sehen? Aber eigentlich ist die Markierung nur hier oben, ne? Nee, das ist eigentlich zu weit weg von der Markierung. Ich glaube, die meinen wirklich diesen See hier. Aber wie wir sehen, ist der Spawn ein bisschen gemütlicher bei Carpador, ja? Vielleicht, weil so viele Pokémon außen rumstehen und vom Beckenrand springen wollen. Aber Bademeister Garados vereitelt das natürlich, ne? Da ist er zur Stelle. Aber hallo. Wie viele kleine Pokémon hier rumrennen. Oh, aber vorher konnte man hier auch gar nicht hoch, ne? Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich Toxe und so so früh nicht gefunden habe. Aber vielleicht war ich auch einfach ein bisschen unlucky mit den Spawns. Oder konnte hier noch gar nicht hoch, ne? Weil mir das entsprechende Level bzw. Upgrade für meinen Koraidon fehlte. So, Carpadore. Was ist denn das hier für ein Massenauflauf mit so einem Einzelnen da unten? Sag mal, das hat er ja gar nicht verstanden mit dem Auflauf. Oder ich war letztes Mal einfach viel, viel langsamer beim Schlachten der Pokémon. Und darum kam es mir so vor, als würden sie sehr viel schneller nachspawnen. Könnte auch sein. Naja. Dann hauen wir hier draußen halt noch ein bisschen was um. Oh, Felino! Ja, dich will ich eigentlich nicht umhauen, aber jetzt bist du in mich reingerannt, ne? Das ist das Leid der kleinen Pokémon. Belastend. Toxel und seine Entwicklungen sind top. Die mag ich auch sehr gern, ja. Riffix hat mir gerade im letzten Schildrun sehr, sehr viel Freude bereitet. Das ist ein Enton. Mann, ich dachte, das ist ein goldenes Carpador. Da ist ein Enton hier schwimmen. Ey, das ist der Carpador-Teich. Komm mal raus da, Enton. Komm mal raus da jetzt. Hör mal. Die haben gesagt, nicht vom Beckenrand springen, weißt du? Da kommt hier Ronny das Garados. Das ist unser Bademeister. Putz. Und dann wirst du des Schwimmbads verwiesen. Da ist ein... Oh! Wablu! Shiny Guys! Ey, okay, das ist zwar kein... Das ist zwar kein Carpador, aber es ist auch golden. Es ist auch golden. Close enough. Okay, Shiny Altaria ist auf jeden Fall auch cool, bin ich fein mit. Altaria ist ziemlich cool als erste Shiny. Auch wenn es jetzt noch Wablu ist, aber wir wissen Bescheid. Ey, Garados, Hyperstrahl, ja. Hallo, aufmachen, Drogenfahndung. Echt jetzt? Du bist ja schon vor mir da. Bin ich. Das ist jedenfalls das Labor. Ich habe hier oft gespielt, als ich noch klein war. Ich frage mich, wozu wir hierher bestellt wurden. Naja, dann mache ich wohl mal auf. Jetzt Schlüssel verloren. Müssen wir nochmal alle Locations abklappern. Alle sagen, dass sie eine geniale Pokémon-Professorin ist. Meine Mutter, meine ich. Aber für mich als ihr Kind war es die reinste Qual. Sie hat immer nur gearbeitet und war nie zu Hause. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie auch nur einmal mit mir gespielt hat. Nur Mastiffioso war immer an meiner Seite. Ja, schließ die Tür einfach durchs Fenster auf. Die Legende. So, die Tür ist auf. Wie sad dieser Background, Bruder. Bringen wir es hinter uns. Okay. Rein ins Labor. Bam. Xelanta, der 13. Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Kaino ist wieder da vom Zahnarzt. Lebst noch. Ey, alles top und wieder Ruhe für ein Jahr. Na siehste.
Da hat sich doch gelohnt hier, einwandfrei. Das ist ja richtig herzlich eingerichtet. Mutti wartet schon. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ich möchte ein Spiel spielen. Oder auch nicht. Boah, die Spannung, welche Gefallen wird es sein? Soll ich die Gleichung da lösen an der Tafel, dann sind wir verloren. Ich befinde mich momentan im Schlund von Paldea, am tiefsten Punkt von Zone 0. Aha. Hier habe ich die ganze Zeit über besondere Pokémon erforscht. Und nun möchte ich euch darum bitten, beim Abschluss dieser glorreichen Forschung zu helfen. Beim Abschluss? Irgendwo in diesem Labor liegt ein Gegenstand, der den Schlüssel dazu darstellt. Dabei handelt es sich um das Karmesin-Buch. Ein Buch? Meinst du vielleicht das hier? Oh, du hattest es also die ganze Zeit, Pepper. Ah, da hat er die Gewürzinfos her, oder? Umso besser. Kommt zusammen mit dem Karmesin-Buch zum tiefsten Punkt von Zone 0. Ich kann euch versprechen, dass die Erfahrungen, die ihr dort sammelt, einem Schatz gleichkommen werden. Mit einem Buch. Und 20 Seelen sammeln, genau. Zone 0 wird allerdings von einem soliden Computersystem bewacht und dient brutalen Pokémon als Habitat. Super. Das Unterfangen könnte beschwerlich werden, wenn ihr euch nur zu zweit dorthin begebt. Vielleicht solltet ihr euch zunächst verlässliche Verbündete suchen. Ich werde am tiefsten Punkt von Zone 0 darauf warten, dass euch euer Abenteuer zu mir führt. Ja, dann darf ich erst den anderen Bums klären, wa? Zone 0. Das ist ein furchtbarer Ort. Warum? Wir sind doch auch Nullen. Mastiffioso hat sich dort in den Tiefen des Schlunds seine Verletzungen zugezogen. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten nie wieder dorthin gehen. Ja, wenn da nur solche Riesendornfans rumrennen, ne? Uiuiui. Aber du gehst bestimmt, oder? Na klar. Junge, diese Kunstpause, ich flippe aus. Rede mit mir, Bro. Tja, wir wurden schließlich darum gebeten. Wir müssen es tun. Ich wurde darum gebeten, mein Bein abzuhacken. Ich will nicht, aber ich wurde nun mal darum gebeten, ja. Ich kann nicht einfach nur dabei zusehen, wie sich ein Freund an so einen gefährlichen Ort begibt. Also komme ich doch mit. Ja. Immerhin kann ich dann auch gleich mal meiner Mutter die Meinung geigen. Genau. Na schön, Kraft, raus mit uns. Ich will mich hier aber umsehen. Lass uns mit einem Pokémon-Kampf testen, ob wir auch stark genug für Zone 0 sind. Naja, eigentlich will ich vor allem mich selber testen. Okay. Dann hoffe ich, du hast mehr als Mushas und dieses Piratenmon. Oh, ich kann mich wirklich umsehen. Sehr cool. Mein innerer Monk möchte ihm gern die Fusselsträhne abschneiden. Vielleicht machen wir das auch. Hole ich sich Lore raus, weißt du, und dann ganz aus Versehen so, hoppala. Ja, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Hecke schneiden und jetzt sowas, ne? Belastend. Kann ich hier mit irgendwas interagieren? Auf den Bildschirm kann man verschiedene Forschungsdaten erkennen. Ja, ich will wissen, welche. Oh nein, was haben wir denn da? Irgendeinen grünen Stein. Mhm. Sieht aus wie bei Zelda. Ja, wie diese Juwelen bei Zelda, genau. Die Rubine, die eigentlich grün sind. Auf dem Pokémon-Bettchen steht in Kinderschrift der Name Moptif geschrieben. Nice. Das war sein Bettchen, Leute. Hat sich schon mal gelohnt, sich hier umzugucken. Was, hier ein Foto? In diesem Rahmen fehlt das Foto. Oh. Eines dieser Bücher ist ein Bilderbuch, das die Geschichte von der Zubereitung eines riesigen Sandwiches erzählt. Ich kann hier alles nicht lesen, sehr fürchterlich. Die Tür des Kühlschranks ist so schwer, dass du sie nicht öffnen kannst. Wie gemein. Toll, was für ein Scheißlabor, ey. Was liegt hier noch? Auch nix. Bücherregal. Hier steht die Mai-Ausgabe des Magazins Okkult. Möchtest du darin lesen? Ja, das geht. Aha. Dieser Artikel klingt interessant. Okkult. Unerklärliche Phänomene Paldeas, Akte 5. Der Geist eines Flugsauriers. Das Mysterium von Flatterhaar.
Seinen Namen, Flatterhaar, erhielt dieses Lebewesen dank einer rätselhaften Kreatur, die im Karmesinbuch auftaucht. Es wurde dabei beobachtet, wie es mit seinem langen, wallenden Haaren durch den Nachthimmel schwebt. Ist es irgendwie ein fälliges Aerodactyl oder so? Augenzeugenberichten zufolge soll es wie ein riesiges Traunfugel aussehen, aber unheimlich aggressiv sein. Eine Theorie besagt sogar, dass es sich um die Seele eines Flugsauriers handelt, der in grauer Vorzeit lebte. Ich bin sehr gespannt, was wir da für Formen sehen werden. Jetzt will ich ein behaartes Aerodactyl, das aussieht wie so ein Wookie. Da hätte ich Bock drauf. Und wegen dem ganzen Fell ist es auch zu schwer zum Fliegen. Oh, muss ich jetzt gegen den Hundi kämpfen? Nein. Er wird doch jetzt die Hundi gegen mich kämpfen lassen. Den behältst du schön bei dir, mein Guter. Mal sehen. Auf geht's, Kraft. Bist du bereit für einen Kampf? Ja, sicher. Der Kühlschrank schön zugeklebt. Ja, die gammeligen Sandwiches, die haben mein Eigenleben entwickelt. Jawohl, Mastiffioso. Bist du auch bereit? Oh, es war ein wildes Lächeln, Bruder. Mastiffioso sagt, es kann losgehen. Du kämpfst mit ihm? Okay, ich verstehe schon, warum du dir Sorgen machst. Aber es ist wirklich kaum zu glauben, wie gut es ihm geht, seit es wieder gesund ist. Und darum verprügeln wir es direkt wieder, damit wir aufs Neue ins Abenteuer stürzen können. Ne? Hey, wir brauchen mal wieder Kräuter. Mein Hund ist irgendwie schon wieder auf ganz unglückliche Art und Weise, ja. Eieiei. Es strotzt nur so vor Energie. Und es bettelt sogar schon die ganze Zeit darum, gegen dich zu kämpfen. Woher der Hass? Früher war es richtig kampfbegeistert, weißt du. Auch wenn wir immer gegen die Schulsprecherin verloren haben. Aber genug gelabert, mach dir keine Sorgen. Dank der Geheimgewürze sind wir quasi wie neu geboren. Und gleich kriegst du eine Kostprobe unserer neuen Stärke. Wohl bekommst. Bin gespannt, was Pepper drauf hat. Wir haben ja auch gut trainiert, ne? Mal sehen, aber gegen den Wuffel kämpfen fühle ich gar nicht. Ich meine, ist ein toller Beweis, dass er wieder fit ist, ne? Und dass er selber Bock hat und so. Er hat wirklich Schlaraffel dabei, ich raste aus. Aber ich will ihn doch nicht gleich wieder halb tot schlagen. Jetzt bekommst du es mit den Pokémon zu tun, die ich auf unserer Gewürzsuche gefangen habe. Das heißt, da kommt wirklich ein Mushas? Oh, come on. Bruder, Schlaraffel, Level 58. Ja gut, wir belieben mal in Tunassschweif. Bam. Oh, solider Treffer. Body Slam. Bitte keine Paralyse. Come on. Ah, ein Glück. Ein Glück. Es hasst dich, weil dein Pokémon das ganze Sandwich bekommen hat und er immer nur ein Viertel. Ja, das ist aber nachvollziehbar. Dann muss ich sagen, ich kann seinen Hass verstehen, ja. Ich sauge den in mich auf. Okay. Das war ein guter Fight. Level 67 für unser Kroko. Ehre. Und als nächstes hat er Saltigant. Da müsste Garados eigentlich eine gute Figur machen, oder? Das dürfte doch wieder dieses Minecraft-Vieh sein. Ja. Oh, okay. Es ist eine ägyptische Pyramide geworden. Nassschweif. Was? Stabil. Und Tarnsteine. Ah, wow, du Räudiger. Du Räudiger. Jetzt kriegen alle Pokémon, die ich neu einwechsel, direkt Schaden. Darum hat das hier quasi geopfert gegen Garados. Na, hat sie gedacht, Bro, wie ist dein Ägyptisch? Und ich habe gesagt, ja, geht so. Und dann habe ich schon Steine in die Schnauze bekommen, ne? War einfach nur eine Ablenkungsfrage. Aber was soll's. Genug Salz für heute. Weg damit. Yeah. Als nächstes kommt Tenterra. Ja, da muss ich wechseln. Dann nehme ich den einen Hit in Kauf, das ist kein Problem. So. Das war damals der Kampf, mit dem ich null gerechnet habe und 20 Level zu low war. Dann kann man hier natürlich massiv in die Fresse bekommen, ne? Tenterra, lass mal sehen. Da ist es, jawohl. Ich kriege spitze Steine. Oh, das waren aber böse spitze Steine, hallo. Glaubst ja wohl. Oh nein. Tenterra, du alte Mistmade. Das ist aber richtig böse. Warum hatten wir so viel Initiative? Naja, jetzt hat er keine mehr. Es ist ja ein Geben und Nehmen. Aber mit Erdkräften hat mich vorhin schon überrascht, ne? Merke ich mir nicht, wenn ich so einen Pilztentoxer sehe, dann denke ich doch nicht an Erdkräfte. Dann denke ich an Egelsamen oder so. Austos kommt jetzt. Dann nehmen wir am besten Wampitz. Gefällt mir aber gar nicht, dass ich jetzt wirklich bei jedem auswechseln erstmal von den Steinen in die Fresse bekomme.
Wampelt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ne? Mal sehen. Er freut sich aber, er ist ready. Und Austos haben wir schon häufiger bekämpft, Wampels. Da kriegen wir hin, ne? Erinner dich an deine Ausbildung, mein Schöner. Du wolltest immer Hokage werden, jetzt ist dein Moment. Oh oh. Ah, doch nicht, oh oh. Austos. Senke meine Verteidigung. Ich senke dein Leben. Rums. Ja. Yeah. Stabil. Bye, Austos. Danke für den Besuch, Alter. Schön die EP gegönnt. Jalapeno. Ja, das ist jetzt die Frage. Am besten kram Chef mit dem Windschnitt. Weil wenn ich mein Kroko jetzt einwechsel, der Tarnsteine in die Fresse bekommt und sein Pokémon dann schneller ist, dann war es einfach eine Suizidmission, ne? Fliegendes Suizidkommando. Nein, wir nehmen nur das fliegende Kommando. Jawohl. Jalapeno. Kram Chef wird auch von Spitzenstein getroffen. Der fliegt doch, Junge. Es ist ja Mobbing hier. Bam! Ja, Mann. Mobb ich zurück. Und dann gründen wir Team Star 2.0. So sieht's aus. Das war gut. Und Mastiffioso kommt jetzt. Tja, was ist denn da meine Antwort? Auf Mastiffioso. Das ist gar nicht so einfach. Einfach ein bisschen Gift hieben mit dem Lord? Oder wäre das doof? Bleibe ich einfach auf dem Chef? Versuche einen Windschnitt? Der wird ihn ja terran, ne? Der wird ihn mit Sicherheit terran. Na, pass auf, ich bleib mal auf dem Chef, ich guck mir das mal an. Weil Mr. Volltreffer ist ja eigentlich ein guter. Wie er grinst, er hat richtig Bock einfach. Oh boy, na, pass auf. Feiern wir deine Genesung mit einem strahlenden Terra-Kristall, Mastiffioso. Es sieht manchmal so aus, als hätten sie Schmerzen, wenn sie diesen Ball halten. Aber das ist bestimmt so eine Art Rückstoß. Hey, Kristallhundi. Hey, läuft bei ihm. Finny, der 10. Monat. Vielen Dank. Au, danke schön. Das war aber nicht so nett. Ii, dafür trotzdem leckerer Volltreffer. Ich fürchte nur, Kramchef, dass es das dennoch für dich war, mein Schöner, ne? Der knuddelt mich nämlich hier ordentlich. Das ist ja unangenehm. Kramchef, dann kommst du mal zurück. Aber eigentlich könnte Garados trotzdem eine gute Figur machen. Oder der Lord mit dem Vielender wieder, ne? Pass auf, wir probieren mal unseren Lord hier. Der kriegt jetzt da auch ein paar Steine. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Hundi was hat, was dem Lord nicht so gefällt. Aber da der Lord generell unzufrieden ist, scheißen wir einfach mal drauf. Psychobeißer. Alter. Wow. Vielender. Bam! Yay! Endlich wieder Gewürze suchen! Oh nein! Hundi! Das fühlt sich echt falsch an. Aber Garados hat ein Level up. Das gleicht das aus. Hurra! Das war wirklich knapp, Mastiffioso. Danke, Kraft. 25.000 Münzamulett regelt wieder, ne? Sehr nice. Wow, so stark ist also jemand, der es schafft, Herrscher-Pokémon zu bezwingen. Ja, geht so, hab mich am Ende fast verschluckt gerade, Bruder. Hätte ich zwar den Kampf gewonnen, aber mein Leben verloren. Mir ist eigentlich gesagt, ehrlich gesagt, nicht ganz wohl bei den Gedanken, dein einziger Begleiter zu sein. In Zone 0 wimmelt es nur so von super starken Pokémon und komischen Maschinen. Wenn uns vielleicht noch zwei weitere Leute begleiten könnten... Am besten jemand Starkes auf dem Champ-Rang und jemand, der sich gut mit Technik auskennt. Ach so, wer könnte das sein? Die Schulsprecherin? Geeignet wäre sie sicher, aber bis du nicht auch Champ geworden bist, rührt sie wahrscheinlich keinen Finger für uns. Schauen wir mal, was passiert. Lass uns wieder sprechen, wenn wir Verbündete gefunden haben. Halt mich auf dem Laufenden, wenn du Leute findest, die wir mit ins Boot holen können. Okay. Ja, irgendwie Leute, die wir kennen, ne, die zufällig diese perfekt passenden Stärken haben. Nee, da fällt mir keiner ein. Da fällt mir gar keiner ein. Jo, das war super. Sehr cooler Fight gewesen. Er hat mich jetzt nicht total in die Ecke gedrängt, ne, aber mit den Tarnsteinen und so. Mhm. Das war schon frech. Das heißt, wir gehen jetzt mal zur Akademie und sollten uns dann nachts treffen mit Cassiopeia. Dem geheimen Big Boss von Team Star und unserem Direktor in seiner super freshen Jugendform, ne? Da bin ich gespannt, was er heute wieder raushaut. Und wie es aussah, sind meine Pokémon auch wieder vollgemacht worden, ne?
Da hat Pepper sich nicht lumpen lassen. Das finde ich sehr sympathisch. Okay. Dann laufen wir mal hoch, beziehungsweise setze ich mir noch einen Marker. Ansonsten verlaufe ich mich ja auch in der Stadt wieder. Das kannst du ja keinem erzählen. Haben wir 1 von 3 und der Schlund ist dann quasi das große Finale, wo wir vermutlich ganz viele große Herrscher-Pokémon haben und vor denen dann mit Hilfe einer Art Portalsystematik fliehen müssen. Vielleicht so eine Art Schlüsselstein, den wir aktivieren müssen. Und dann kommen wir einfach auch nach Oriboss, Leute. Das ist die Connection, ne? So sieht's aus. Wir haben ja in Pokémon auch verschiedene Teleportmöglichkeiten, ne? Ich sag nur Abra. Abrafang, gerade in den ersten Generationen. Oh, geh mir weg damit, sage ich nur. Kann ich hier auch hochklettern? Stimmt, oder? So. Hey, einfach hoch hier. Die Akademie. Jawohl. Aber da soll ich auch rein, ne? Nicht direkt zum Sportplatz. Ah, guck mal, da ist er schon. Mein guter Freund, der Junggebliebene. Oh, in meinem Alter ist er, ich weiß es genau. Yo, Kraft! Yo, Leval! Was geht, Alter? Nee, wir sprechen ihn jetzt mal als Leval an. Richtig gecheckt, ich bin Leval, genau, 187, Bruder. Ach, was soll's, lachen wir die Scharade. Echt jetzt? Ey, wenn ich einmal drauf reagiere, hat er keinen Bock mehr, ne? Scheiße. Zeit, meine wahre Identität zu enthüllen. Tada! Boah, es ist ja Direktor. Tut mir leid, dass ich dich mit dieser Verkleidung an der Nase herumgeführt habe. Vor allem, wir haben es jedes Mal gecallt, ne? Jedes Mal habe ich ihn drauf angesprochen. Ehrenmann. Wobei ich ihn ganz am Anfang wirklich nicht erkannt habe. Ne? Erst dann im Verlauf an seinem Bärtchen und so und der weirden Art und Weise, die er halt an den Tag legte. Du fällst jetzt sicher aus allen Wolken, aber hinter dem hippen Leval habe tatsächlich ich gesteckt. Der Direktor der Orangenakademie. Clever, wie er leibt und lebt. Unglaublich. Kein Wunder, dass du so überrascht bist. Meine Verkleidung war perfekt, oder? Ja, Undercover-Boss eben. Typisch. Aber das war nicht die einzige Überraschung. Mit was haben wir es am Anfang verglichen? Mit Detlef die Soest bei Undercover-Boss, ne? Hehe, Junge. Die Memes müssen auch mal wieder ausgepackt werden. Weil Detlef die Soest bei Undercover-Boss, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wenn nicht, müsst ihr dringend mal schnell googeln. Aber dieses Face, das er da auch am Start hatte, mit diesen Locken und dieser Brille, das war einfach ein lebendes Meme in dem Moment. Ja, weil es war einfach eindeutig Detlef die Soest mit Brille und Locken. Herrlich. Das war nicht die einzige Überraschung. Denn Cassiopeia, der Big Boss von Team Star, das bin in Wirklichkeit ich. Im Ernst? Ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Für unsere Anrufe habe ich immer passende Stimmaufzeichnungen angefertigt. Und zwar mit einem, die Details erspare ich dir. Oh, das war jedenfalls ein regelrechter Geniestreich. So, Kraft, du weißt, was dir jetzt bevorsteht. Oh, wow. Er hat uns mit der einen Scharade von der anderen abgelenkt. Verdammt, er ist doch nicht Detlef. Nämlich der entscheidende Kampf gegen mich, den Big Boss. Damn. Gegen den Direktor, okay. Dann mal sehen, was er hat. Kommanduta, natürlich ein Direktor-Pokémon. Ich glaube, Gyarados, mal sehen. Ich bin Cassiopeia von Team Star und hiermit führe ich meinen Masterplan zum Ziel. Damn. Okay. Okay, mal gucken. Vor ihm habe ich ja ein bisschen mehr Angst. Er hält nämlich auch ein bisschen weit aus, ne? Oh, geh noch nein. Du Räudiger. Du Räudiger. Dann nochmal der Knirscher. Das war in der Tat ein Twist, ne? Irgendwie glaube ich ihm auch immer noch nicht so ganz. Das habe ich in der Tat nicht erwartet. Ja, bin ich nicht drauf gekommen, dass er ja eine Stimmaufzeichnung laufen lassen kann. Ja, lieber Mitschüler und Anton, ihr könnt ja, ne, wir kämpfen halt voll episch und so. Offenbarungen, Plot-Twist, Anton. Lass dir Zeit, mein Freund. Alles cool. Was wollt ihr jetzt schicken, Habanero? Ich habe es auch nicht gesehen. Anton hat mich abgelenkt. Verdammt, Kramchef wird es schon regeln. Scheiße, ey. Naja, Anton, das war fies. Das hat er bestimmt so eingefädelt, dass jetzt große Pause ist um 23 Uhr hier. Oh, das ist nicht Habanero.
Ich fürchte, es gibt Brathähnchen, aber mal sehen. Vielleicht ist der Bruder nice ausgewichen. Vielleicht grittet ja der Windschnitt gut. Macht er nicht. Aber wir bleiben dabei. Feuersturm hittet. Oh shit, ja. Brathähnchen ist real. Volltreffer jetzt. Nein, wieder nicht. Ach, Kramchef. Warum? Vielleicht verfehlt er jetzt nochmal. Ansonsten ist der Chef schon wieder Anti-Chef. Verdammt, okay. Er ist ein sogenannter Ex-Chef. Junge, Feuersturm 2 von 3 getroffen. Hundemann, das ist schon ein bisschen asozial von dir. Gyarados schläft. Tja, dann nehmen wir einfach, fast egal, die Aquaknarre von Wampitz. Oder den Lehmschuss. Jawohl, schön die lamen Fangattacken. Bam! Wampitz, du machst das. Ich würde sagen, Lehmschuss passt schon, oder? Der hatte, glaube ich, auch ein bisschen mehr Schaden als die Aquaknarre, jawohl. Oh nein, what? Bruder! Was ist er für ein geistloser Spammer? Bam! Du kriegst ein bisschen Kacke in die Fresse. So, was machst du jetzt? Ja, tot umfallen, ne? Da hat er nicht mit gerechnet. Ein Schiss in Ehren kann niemand verwehren. Rex Blizzard, das ist doch mal ein schöner Pick. Guck mal. Da gehe ich auf mein Krokodil. Und das macht einfach Schnapp, mein Freund. Jawohl. Los geht's. Bonjour. Ich bin Sir Kroki. Das hätte er eigentlich auch sagen können, oder? In seiner Jugendrolle. Ibims, nicht der Direktor. Das wäre einfach noch schlimmer dann geworden, als es ohnehin schon war. Loderlied. Bitte One-Hit. Come on. Ja, Rex Blizzard. Auf Wiedersehen. Danke für den Schnee. Das sieht sehr schön aus hier. Tolle Optik. Aber mehr ist auch nicht drin, ne? Ein Mortipod. Oh, das war der Geist. Das war der Geist. Ja, den smacken wir auch weg. Kein Problem. Junge, können die Leute mal aufhören, hier lang zu laufen? Wir haben ja einen epischen Kampf. Ich bitte euch, Leute. Einfach Loderlied noch ein bisschen Spezialangriff pushen. Komm schon. Putz. Ja. Nicht so wild. Nochmal hochgepusht. Jetzt muss ich nur den Spukball überleben. Der wird natürlich böse sein. Oh, aber das ist okay. Weil wir pushen nochmal Spezialangriff. Putz. Und jetzt muss ich einfach nur schnell genug sein gleich. Dann habe ich jetzt, glaube ich, 3-mal gepusht. Das ist schon sehr, sehr amtlich. Ein paar EP nochmal snacken hier. Ein bisschen gegenheilen mit der Mupfel. Jawohl. Die Mupfelglocke. Sehr, sehr schön. Hutsasse. Ja, das sind genau die Gegner, auf die ich Bock habe, Mann. Weil der dürfte auch langsamer sein als ich. Ist auch noch nicht sein letztes. Das heißt, auch den schmettern wir aus dem Leben. Und noch mehr Spezialangriff. Nice, unser Kroki ist mal wieder on fire. Und Volltreffer, Bruder. Er hatte so keinen Bock auf den Pilz, ne? Hat sich an die Köchin vorhin erinnert. Rums. Sehr gut. Wieder ein bisschen gegenheilen. Über 100 KP wieder. Vielleicht halten wir sogar einen guten Hit aus. Morlord Level Up. Bailonda. Was ist das denn? Ich kenne nur Bailando. Dass der große Cassiopeia mal so in die Ecke gedrängt werden würde. Bei Londa in den Kampf schicken. Oh! Von Quaxel. Damn. Bei Londa. Oh Gott, wie er dance. Dieser Twist, diese Kamera immer vom Dancenden bei Londa hin zum Direktor, der seine Brille so theatralisch festhält. Vielleicht ein Spukball? Eher als ein Loderlied, oder? Mal gucken. Ich hoffe, es ist nicht schneller als ich. Kann aber passieren. Du lässt mir keine andere Wahl, als mein Pokémon zu terrakristallisieren. Bailando, Bailando. Hätte er jetzt mal singen können dabei, oder? Hätte er gepasst hier mit Amigos und Co. Aber nee. Hat er keine Lust, Leute. Müssen wir machen. Nicht so schlimm. Erinnert ein bisschen an Captain Jack Sparrow, ja, Mann. Hat vielleicht auch ein Glasvoll direkt dabei. Geh lieber auf Abstand, damit du dich nicht verletzt. Junge. Wogentanz, oh oh. Oh nein, oh nein. Oh shit, ja, gut. Er ist schneller und ein Volltreffer. Ach Mann, ich habe meinen Spezialangriff so schön gepusht und er pusht seine Initiative. Ich möchte eigentlich an Wampitz glauben, aber der hat auch schon einen Treffer abbekommen, ne? Nehme ich deswegen Morlord und heil nochmal ein bisschen? Und Morlord vergiftet ihn ja vielleicht.
Ist eine Idee, oder? Weil wenn er nur Initiative bufft, der ist eh schneller als meine Eumel. Ich habe ja nur so dicke Klumpen im Team hier. Ich meine, das sind wunderbare Klumpen. Ich will sie durch nichts ersetzen. Aber Klumpen sind am Ende des Tages immer Klumpen, Leute. Top Genesung, Top Trank. Ja, wobei da auch ein Hypertrank... Ach egal, wir haben doch gut eingekauft hier. Zack. Dann machen wir Wampitz erstmal wieder voll. Und der scheint ja doch Attacken zu haben, die auch richtig hitten, ne? Die unseren Körper berühren, ne? Mit dem Wogentanz. Sehr fancy Animation. Die feiere ich sehr, muss ich sagen. Das heißt, unsere Effekte könnten ihn vielleicht sogar treffen hier mit der Paralyse und mit dem Gift. So. Wampitz. Ja, Garados schläft auch noch. Wenn ich Pech habe, zerlegt er mich mit dem Vieh, ne? Aber wir hoffen mal, dass Wampitz das gut in den Griff bekommt. Pass mal auf. Terrakristallisierung. Ladungsstoß, Bruder. Schauen wir mal. Wampitz, du musst ein bisschen überleben, ja? Diesen Wogentanz. Du bist ein dicker Frosch. Du hast jetzt eine Glühbirne auf dem Kopf. Mit großer Birne kommt große Verantwortung. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass er mich jetzt einfach one-hittet. Weil diesen Wogentanz, den spammt er irgendwie sehr, sehr gern. War aber halt auch sehr effektiv bei den letzten und sogar ein Volltreffer. Ja, Wampitz, du Legende. Geil, Mann. Das war richtig super. Ladungsstoß. Bam. Ja, Wampitz. Ehre. Ich hatte echt Angst vor dem Vogel. Aber Wampitz schmettert einfach durch. Geil. Das war B. Cooler Fight gewesen. Yay! Du bist wirklich stark geworden. Ich bin am Zielort angekommen. Cool, danke für die Info. Jetzt habe ich es auch gemerkt, ne? Holla, holla. Craft. Wie ich sehe, hat die Schatzsuche aus dir einen beachtlichen Trainer gemacht. Hör zu, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe gelogen. Aha. Ich bin nicht Cassiopeia und Big Boss schon gar nicht. Ich weiß, du fragst dich jetzt sicher, ob das mit Leval auch eine Lüge war, aber nein. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Leval und ich sind tatsächlich dieselbe Person. Und was Cassiopeias wahre Identität angeht, sagen wir, es würde mich sehr wundern, wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege. Deshalb wollte ich auch verhindern, dass ihr zwei euch im Kampf gegenübersteht. Ich wollte nicht, dass Cassiopeias Traurigkeit auch noch zu deiner Last wird. Wenn Cassiopeia sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, gibt es kein Zurück mehr. Ein gewöhnlicher Schüler hätte keine Chance gegen Big Boss. Mit diesem Kampf wollte ich herausfinden, ob du das Zeug dazu hast. Hättest du verloren, wäre es meine Pflicht gewesen, Cassiopeia selbst aufzuhalten. Aber du bist stark und hast ein großes Herz. Du könntest es tatsächlich schaffen, diesen jungen Menschen zu retten. Es kratzt an meiner Ehre als Pädagoge, dir solch eine schwere Aufgabe aufzubürden, aber bitte besiege Team Stars Big Boss. Besiege Cassiopeia. Klar. Verstanden. Vielen Dank, ich zähle auf dich. Das ist ja wohl die Höhe. Nanu, Quendella, wie schön sie zu sehen. Schön ist was anderes. Ich konnte es kaum glauben, als mir zu Ohren kam, dass auf dem Akademiegelände ein unzulässiger Kampf ausgetragen wird. Und was finde ich hier vor? Der Direktor höchstpersönlich tritt gegen einen unserer Schüler an? Ich kann das alles erklären. Ersparen Sie mir Ihre faulen Ausreden, die stinken schlimmer als ein wütendes Skunkapu. Stinken? Denk daran, Big Boss wartet nachts auf dem Sportplatz auf dich. Bitte kümmere dich um Cassiopeia, ja? Sie werden nun ein Schreiben aufsetzen, in dem Sie sich bei der Schüler- und Lehrerschaft für Ihr törichtes Verhalten entschuldigen. Die Vorstandsvorsitzende werde ich natürlich auch von diesem Vorfall unterrichten müssen. Ach du liebes Bisschen, alles nur das nicht, ich bitte Sie. Ja, der Direktor ist ein ganz schöner Eumel, aber wir waren zu Recht verwundert, dass er der Boss sein soll. Hat sich sehr weird angefühlt, ne? Und anscheinend war das richtig, ja. Ich muss in die Akademie. Ah. Da ist eine Tafel. Achso, muss ich wieder durch so ein Tor gehen und dann habe ich die Auswahl. Da rechts. Das hier. Ah.
Wohin möchtest du gehen? Ich möchte zum Sportplatz. Ja, das ist aber cool gemacht. So erinnert an die alten Arena-Leiterburgen von Pokémon Stadium. Und der Sportplatz ist einfach oben drauf, oder was? Wow. Ey. Nein, es ist wirklich sie. Ach komm. Kraft. Danke für diese Kapuze. Hm, wer ist das jetzt wieder, Mann? Du bist hier. Das war ja unsere erste Vermutung, weil sie zufällig immer sofort in der Nähe war und eben mega introvertiert, ne? Und bei Team Star ging es ja so um Mobbing und Außenseiter und es war schon irgendwie mega verdächtig. Du bist hier. Nazgul. Oh, doch nicht. Damn. Da hat wer Böcke. Ha, das muss ein ziemlicher Schock für dich sein. Ich bin Big Boss und Cassiopeia. Als ich gesehen habe, wie du vor der Akademie kurzen Prozess mit den Handlangern von Team Star gemacht hast, kam mir die Idee für Operation Stardust. Da du LP gebraucht hast und ich sie dank meines Könnens mit Leichtigkeit besorgen konnte, boten sie den idealen Anreiz für dich, Teil von Operation Stardust zu werden. Als Teil des Versorgungstrupps konnte ich dich dann die ganze Zeit im Auge behalten. Um Team Star ein endgültiges Ende zu setzen, musst du nur noch mich besiegen. Alles, was du bis hierher für mich getan hast, galt diesem Ziel. Aber ein Teil von mir hängt an Team Star und will nicht zulassen, dass es aufgelöst wird. Deshalb bringe ich es nicht übers Herz, mich einfach kampflos zu ergeben. Nun denn, der letzte Kampf steht bevor. Bist du bereit? Denke ja, Pokémon waren voll, Gyarados schläft nicht mehr. Nero, hi. Ich danke dir. Ey, Mann. Yo, sorry für die Verspätung. Das Schreiben von Senora Quendella hatten... die Vorbereitungen haben etwas länger gedauert als gedacht. Diese Stimme. Bist du das, Leval? Du bist es also wirklich, bist du das, Cassiopeia? Höchstpersönlich. Ich habe eine Bitte an dich, Leval. Wir brauchen ein Video von dem, was hier gleich passieren wird. Ich will, dass alle Teammitglieder über den Ausgang des Kampfes Bescheid wissen. Okay, verstanden. Na, mal sehen. Ich schätze, sie hatten Evoli. Ich denke, es wäre angebracht, dass ich mich noch einmal vorstelle. Ich bin Team Stars Big Boss. Nach dem Kampf sagt sie, ja, nee, doch nicht. Wir alle sind Thaddäus. Mein Name ist Cassiopeia. Nein, Cosima. Die Gründerin von Team Star ist kampfbereit. Verneigt euch vor meiner unermesslichen Kraft. Kann sie überhaupt nicht einschätzen. Sie könnte jetzt voll auf die Kacke hauen. Sie kann auch so ein passives Ich-heile-mich-wieder-hoch-Team haben. Ah, okay, das ist nicht ganz unerwartet. Gyarados. Nachtara. Wenn schon kämpfen, dann richtig. So steht es im Kodex von Team Star. Evoli-Armee, ja, vielleicht hat sie auch einfach alle, ne? Sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Tja, wir gehen mal mit einer guten, gut gelaunten Kaskade rein. Ja, und dann vielleicht gleich ein Nassschweif in Saura. Boah, solider Hit. Solider Hit. Hütti-Hüt, aber Gyarados hält das aus, Mann. Den haben wir gut trainiert, den Boy. Wenn jetzt der Nassschweif hittet, könnte das sogar reichen. Ah, ganz knappes Ding. Schade. Aber halb so wild. Glaube, diesen Kampf, gerade mit dem Gegenregen hier, haben wir gut unter Kontrolle. Nachtara ist tanky, das stimmt. Oh, sie fiebert gut mit, ja. Na, wieso ist sie jetzt so schnell? Oh, nicht meinen Angriff senken. Das ist ganz schön böse. Das ist doch mein Job. Bam. Bisschen Sprudelmax unter die Füße. Sauber. Ey, Level 68. Big EP und bisschen Heilung dazu. Sehr gut. Was kommt als nächstes? Blitzer. Ja, da wechseln wir lieber. Blitzer, würde ich sagen, der Lord. Da hat Blitzer nicht so Bock drauf. Es sei denn, das kann jetzt, was weiß ich, Turmkick oder so. Dann habe ich, glaube ich, ein Problem. Bonjour. Ich bin's, der Lord. Blitzer. Nice one. Ich glaube, Erdbeben wird ihm nicht so gefallen. Ruckzucki. Oh nein, es hat sonst nur Donnerattacken. Also Elektro. Oder halt dreimal Donner vielleicht. Da verlässt man sich ein bisschen zu sehr auf den einen Move. Bloody, hi.
Sehr nice, Despota. Aquana als nächstes, das ist ja witzig. Dann kommt unser Wampelt, my man. Was wird dann das letzte sein, dass sie Terrat, Psyana oder Felinara bestimmt? Oder Standard-Evoli, ist das aus Let's Go und hat dann 1000 verschiedene Attacken, die alle mega reinwählen müssen? Okay, Aquana. Ladungsstoß. Oh nein, nicht die Kulleraugen. Oh nein. Wampelt, sieh nicht hin. Ladungsstoß. Boah, Kulleraugen ist böse, ey. Dabei ist Wampelt selber eine Kulla. Das dürfte gar keine Wirkung auf ihn haben. Sieht selber aus wie so ein Kulleraugen. Aber auch Aquana haben wir gut im Griff. Ja, Typenvorteile sind da. Flamara, da können wir wieder auf Garados gehen. Da haben wir einen schönen Nassschweif im Angebot. Einfach Giratina als letztes, ja. Shiny Rayquaza Level 100, so. Hat da noch eine Geheimwaffe dabei, ja. Habe ich mal per Wundertausch bekommen, will. Flamara, ey. So, guck mal, was für cooler Augen. Bedroher it is. Und ich hoffe mal, der Nassschweif hittet. Der hatte, glaube ich, keine 100er Chance. Das war nur 80 oder 90 oder so. Aber genug. Bam, nice one. Ah, schön. Da brettern wir einmal drüber bisher. Sehr, sehr schön. Und KP wurden wieder aufgefüllt. Ausgezeichnet. Folie Purba. Das bedeutet, es ist Zeit für etwas Feuer. Nice. Black Jackie, hi. Besuch ist weg, jetzt können mein Sohn und ich gemeinsam Geburtstag mit dem Stream von dir genießen. Euren gemeinsamen Geburtstag. Oh, das ist ja auch super. Dann alles Gute und ganz, ganz viel Gesundheit. Hoffe, ein wunderbarer Tag steht noch bevor. Oder hat dann auch schon stattgefunden, ne? Aber je nachdem, wer so zu Besuch kommt. Wie es so ist. Loderlied. Come on. Dachte ich. Junge. Können die alle nur Kulleraugen? Das ist ja fürchterlich. Bam. Nice one. Läuft. Bisschen Spezialangriff rauf. Jetzt ist die Frage, bleibe ich auf dem Kroki? Oder werde ich dann wieder von einem Spukball oder so gerichtet? Kramschiff will Vendetta lernen? Was? Ha? Was ist ein Vendetta, Bruder? Lass mal sehen. Der Anwender rächt sich an dem Gegner, der ihm zuletzt mit einer Attacke Schaden zugefügt hat, indem er ihm den Schaden mit erhöhter Kraft zurückzahlt. Aha. Klingt wie die bessere Gewissheit, ne? Während der Runde schon Schaden genommen hat, wird die Stärke verdoppelt. Glaube ich, nehme mal Vendetta mit statt Gewissheit. Klingt irgendwie cooler. Vielleicht situativ, ne? Ganz spannend. Felinara tatsächlich. Ja. Ich bleibe auf dem Kroki. Du bist unfassbar stark. Kein Wunder, dass die anderen Bosse gegen dich verloren haben. Ja, vor allem das Kampfversteck, ne? Richtig easy gewesen. Felinara. Tja, bleibe beim Loderlied. Terra, kristallisiere dich. Leuchte hell wie die Sterne und nimm die Form deiner Träume an. Boah. Irgendwann fliegt einmal der Ball aus der Hand. Sonst wohin. Nicht so gut gelaufen. Hey, mit Herzchen. Gibt's ja auch eine sehr schöne Pflanze, ne? Wie heißt das? Trauriges Herz oder so, wo auch an so einer Ranke ganz viele herzförmige Blüten wachsen. Sehr schöne Pflanze. Das wird mir nicht gefallen, glaube ich. Ja, ja, ja. Das hat nicht so gut geschmeckt. Wir pushen aber nochmal weiter. Mehr Spezialangriff. Bam, ah, komm. Felinara, gönn doch. Gönn doch. Oh, bisschen gegenheilen. Maybe überlebe ich den Hit ja jetzt auch noch. Ja, gleich kriegst du noch Palaflügel, ja. Das Herz auf dem Kopf ist nur der Anfang. Na gut, ich glaube, wir holen uns jetzt den Sieg. Und zwar singen. Bam, ja, da konnte ich den Typen sehr gut ausspielen, ja. Tränendes Herz, eine Frühlingsblüte. Tränendes Herz, das klingt ja noch trauriger. Aber ja, dankeschön. Das meinte ich. Cool. Und er steht da und filmt einfach, unser Direktor. Schön mit dem Handy hier im Unterricht. Ich flippe aus. Ich habe allen gerade eine Lehrstunde erteilt. Es ist vorbei. 15k. Schmeckt.
Das war's, Leute. Die konnte ich verlieren. Ich habe immer coole Augen eingesetzt. Wie konnte ich verlieren? Oh, alle Mann. Das war's, Leute. Setzen wir dem Ganzen ein Ende. Das war's? Meinst du etwa, wir sollen Team Star auflösen? Ist das dein Ernst? Wir haben Operation Star etwas zu weit getrieben. So läuft das halt, wenn man eine dermaßen krasse Show abzieht, wie wir und den Mobbern auf dem Schulhof knallhart ein paar Manieren beibringen. Aber wir haben letztendlich ja nicht mal gegen sie gekämpft. Wir haben nichts Schlimmes getan. Genau, wir haben bloß unsere Absicht bekundet, sie zu bekämpfen. Sollten sie ihre Schikane nicht einstellen. Es war ein friedlicher Sieg. Wir haben ja nicht mal Pokémon eingesetzt. Sie haben nur geheult und sich entschuldigt. Möglicherweise haben unsere Outfits sie eingeschüchtert. Wir haben ihnen jedenfalls kein Haar gekrümmt. Mag sein. Aber danach haben die Mobber einen riesen Tumult aus der Sache gemacht und kamen nicht zurück. Damit ging unsere Aktion nach hinten los. Das wird sicherlich Konsequenzen für uns haben. Da hast du nicht Unrecht. Wir könnten echt in Schwierigkeiten stecken. Überlass das mir. Ich werde mich darum kümmern. Was meinst du damit? Ich habe Team Star gegründet und euch alle in die Sache verwickelt. Also werde ich auch die Verantwortung übernehmen. Big Boss. Jetzt, wo mit dem Mobbing Schluss ist, solltet ihr alle wieder an die Akademie zurückkehren. Und was machst du? Ich kann nicht zurück an die Akademie. Warum? Du hast doch jetzt keinen Grund mehr, dich in deinem Zimmer einzuschließen. Ich kann euch allen nicht genug danken. Ihr seid alle so nett zu mir, obwohl wir uns noch nie im echten Leben getroffen haben. Mach mal halblang, warum klingt das wie eine Abschiedsrede? Ich habe noch etwas zu erledigen. So halte doch ein, was gedenkt ihr zu tun? Big Boss, jetzt komm schon! Oh wow. Bye Leute, danke für alles. Oh. Danke, hi. Danke für alles, Kraft, Leval. Ich bin froh, dass ich bis zum Ende dabei war. Das war's dann wohl für Team Star. Und für mich. Aber, nicht verzeih... Also, chillax mal, Alter. Eine Sache habe ich da noch nicht geschnallt. Und die wäre... Warum musstest du als Big Boss die Operation Stardust ins Leben rufen? Das war doch voll umständlich. Gab's da keine andere Lösung? Ich hatte den anderen bereits gesagt, dass sie das Team auflösen sollen, aber sie wollten nicht. Wie? Sie haben sich einfach deinem Befehl widersetzt? Bei Team Star gibt es keine Befehle, nur Bitten. So steht es in unserem Kodex. Ah, dieser Kodex schon wieder. Die Bosse haben sich ja wirklich genau daran gehalten. Ja, deshalb wollte ich ihn auch dafür nutzen, Team Star endlich aufzulösen. Sie würden also alle aus dem Team austreten, wenn der Kodex es verlangt? Korrekt. Und gemäß den Regeln des Kodex mussten sie jede Herausforderung annehmen. So kam es also zur Operation Stardust. Cassiopeia, eine Frage hätte ich noch. Was bedeutet dir Teams... Nein. Was bedeuten dir deine Freunde aus dem Team? Ihr allergrößter Schatz? Sie... sind mein größter Schatz. Nice. Ausgezeichnet. Ich danke dir für deine ehrliche Antwort, Cosima. Wie? Nun, es gibt da etwas, was ich dir gerne mitteilen würde. Hä? Was ist denn auf einmal mit dir los? Du machst mir Angst. Eins nach dem anderen. Erstmal ist es an der Zeit, dass ich meine wahre Identität preisgebe. Tada! Senor Direktor? So wie du insgeheim Cassiopeia warst, war ich insgeheim Leval. Was? Aber... warum? Ich wollte ein offenes, aufrichtiges Gespräch mit den Mitgliedern von Team Star führen. Schüler scheuen sich ja meist davor, Lehrern ihre ehrliche Meinung zu sagen. Umso mehr, wenn es sich dabei auch noch um den Direktor handelt. Okay, aber mussten sie sich deshalb echt verkleiden? Von der Perücke ganz zu schweigen. Lassen wir doch das Thema. Jetzt ist es erstmal an der Zeit, dass die anderen sich ebenfalls zu uns gesellen. Boah. Hey, Big Boss, lange nicht gesehen. Geht sie gerade normal in den Stiefeln? Pinito. Hat sie trainiert heimlich.
Lang nicht gesehen, wir sehen dich zum ersten Mal. Wir wussten nicht mal deinen echten Namen. Ihr seht da. Welch Ehre, euch in Natura zu sehen, Big Boss. Euer Antlitz ist wahrlich eine Augenweide. Shugi. Also, Cosima war dein echter Name, richtig? Wie ist es dir so ergangen? Otito. Wie schön, dich endlich zu treffen. Wir haben uns alle solche Sorgen um dich gemacht. Ryobita. Okay, Leute. Alle zusammen. 3, 2, 1. Hasta la vista. Wow. Diese Dödel, Mann. Nice. Also dann, Cosima und ihr 5 Bosse. Im Namen der Akademie habe ich euch etwas mitzuteilen, Team Star. Ich möchte mich aufrichtig bei euch entschuldigen. Wie bitte? Ich habe euch im Stich gelassen. Als Direktor der Akademie erachte ich dies als einen der größten Fehler meines Lebens. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hatte euch gefragt, was euch zur Gründung von Team Star und zu euren nachfolgenden Handlungen bewogen hat. Seit ich das Amt des Direktors angetreten habe, wurde ich an der Akademie noch kein einziges Mal Zeuge von Mobbing. Ich sah jedoch nicht, dass dieser Friede auf eurem Schmerz und eurer Wut beruhte. Und auf eurem unermesslichen Mut. All das bringt mich zu folgendem Fazit. Die Anordnung zur Auflösung von Team Star sowie der Entschluss, alle Bosse der Akademie zu verweisen, wird hiermit sofort zurückgezogen. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? In der Tat, Team Star muss sich nicht auflösen. Juhu, Cosima, hast du gehört? Das heißt, wir können alle zusammenbleiben. Welch frohe Kunde. Aber ich habe euch alle hintergangen. Du meinst Operation Stardust? Davon hat Direktor Clevel uns schon erzählt. Das hast du ja nur getan, weil dir das Team so am Herzen liegt und du uns davor bewahren wolltest, von der Akademie zu fliegen, stimmt's? Nicht, dass wir das Team einfach so hinschmeißen würden, nur weil irgendwer uns das sagt. Wir können nur erahnen, wie zutiefst besorgt ihr um unser Eins gewesen sein müsst. Tut uns leid, dass wir dir Sorgen bereitet haben, aber jetzt ist alles in Ordnung. Das mag sein, aber... wenn ich fortfahren dürfte. Wie ich bereits sagte, ziehe ich die Anordnung zur Auflösung von Team Star zurück. Allerdings seid ihr dennoch für eine Vielzahl von Missetaten verantwortlich. Langes Fernbleiben vom Unterricht, unbefugte Änderung an euren Uniformen, unerlaubte Entnahme von Akademie-Eigentum, die Modifizierung von Reit-Pokémon sowie halsbrecherische Geschwindigkeit beim Fahren, etc., etc., etc. Derartige Verstöße gegen die Verordnung der Akademie kann ich nicht einfach so ignorieren. Zur Strafe werdet ihr alle ehrenamtliche Arbeit verrichten müssen. Ehrenamtlich? Richtig. Genauer gesagt möchte ich euch bitten, dass ihr das STC leitet. Das ST was? Das Star Training Center, oder kurz STC. Dabei handelt es sich um eine neue Einrichtung, die von der Akademie und der Pokémon-Liga gegründet wird, um Trainer voranzubringen. Die Idee kam mir, als ich beobachtete, wie Kraft in eure Verstecke eindrang. Der raffinierte Aufbau dieser Verstecke sowie eure kreativen Kampftechniken haben mich zutiefst beeindruckt. Deshalb sollen sie als Trainingseinrichtungen erhalten bleiben, mit Mitgliedern von Team Star als Mitarbeitern. Das wäre alles von mir. Habt ihr irgendwelche Fragen? Nicht wirklich, das hört sich sogar nach jeder Menge Spaß an. Eine echte Win-Win-Situation. Das klingt jetzt sicher etwas schräg, da es ja eigentlich eine Bestrafung sein soll, aber... Du solltest auf jeden Fall mitmachen, Cosima. Wohl wahr, es wäre uns eine Ehre, euch an unserer Seite zu wissen, noble Cosima. Und wir werden zusammen zur Akademie gehen. Dadurch sind wir sofort zur Stelle, um dich zu beschützen, wenn irgendwas passieren sollte. Wir hatten sogar schon darüber geredet, wie toll es wäre, zur Akademie zu gehen und trotzdem Teil von Team Star bleiben zu können. Das klingt doch verlockend, oder etwa nicht? Leute! Kraft, was hältst du davon? Klingt doch super. Aber ich...
Du musst dich nicht sofort entscheiden. Denk in Ruhe darüber nach. Dann lösen wir uns erstmal auf. Also, nicht Team Star, sondern diese Versammlung. Erstmal Kulleraugen einsetzen auf den Schreck. Könntest du bitte später in meinem Büro vorbeischauen, Kraft? Schön. Bisschen kitschig, ne? Aber schön. Ja, war schon typisch Pokémon, würde ich sagen. Sehr nice. Begib dich zum Büro des Direktors. Okay, mein Zimmer ist unverändert. Da war es früher der Überschied, ne, als man sein erstes Zimmer hatte, so eine Relaxo-Puppe zu kriegen und die da hinzustellen. Ach, das war auch schön. So, Büro des Direktors. Ja, da sollen wir nochmal hin. Schönes Finale von diesem Strang auf jeden Fall. Sehr nice. Ah ja, die Riesenbude hier. Ich speichere nur nochmal. So. Meine Pokis haben mir alles gegeben hier. Was ist los? Was gibt's Neues? Ah, Kraft, da bist du ja. Ich habe dich hergebeten, um dir für deine Arbeit bei der Sache mit Team Star zu danken. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich den Mitgliedern von Team Star eine ungerechte Strafe auferlegt. Ich danke dir also vielmals. Wer ist da? Ich bin's, Cosima. Na, komm rein. Ich hoffe, ich störe nicht. Wegen des STCs, ich würde es gern zusammen mit den anderen ausprobieren. Das sind wunderbare Nachrichten. Ich bin sehr froh, dass du dich dafür entschieden hast. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Strafe härter ausfallen sollte als die der anderen. Meinst du, weil du Operation Stardust geleitet hast? Nein, nicht deshalb, aber ich habe etwas anderes Schlimmes getan. Und das wäre, ich habe ihr Haus abgefackelt, als sie nicht da waren. Bruder. Die LP, die ich während Operation Stardust als Belohnung verteilt habe, die habe ich mir, nun ja, illegal besorgt, indem ich mich in das LP-Verwaltungssystem der Pokémon-Liga gehackt habe. Verstehe, meine Güte. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass die Systeme der Pokémon-Liga gehackt werden können. Brauchten wir nicht zufällig einen Technikexperten? Echt? So schwierig war das gar nicht. Ich meine natürlich, es tut mir sehr leid. Ich fürchte, dieses Thema liegt nicht ganz in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich werde mit der Präsidentin der Pokémon-Liga, Zagaria, darüber sprechen. Das dachte ich mir schon. Entschuldige, Kraft, aber ich müsste dich bitten, das Büro jetzt zu verlassen. Okay. Und was mache ich jetzt? Soll ich einfach warten? Anscheinend nicht. Dann... ich sollte das Büro jetzt verlassen und er redet wohl mit der Pokeliga-Beauftragten. Und demnach habe ich jetzt hier auch keine große Quest mehr. Schätze aber mal, das mündet dann in, sie muss uns helfen zur Strafe oder so. Und das heißt, wir haben eigentlich nur noch den Weg des Champs, Leute. Und müssen uns in der Pokémon-Liga beweisen. Ja, wild. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil einige Kämpfe waren gerade richtig knackig und andere waren eher so, kam ich sehr, sehr gut mit zurecht, ne? Mal gucken, in der Pokémon-Liga ist das ja gern mal so ein Auf und Ab. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie dort unsere Gegner so aussehen werden. Beziehungsweise kennen wir, glaube ich, einen Großteil, wenn nicht sogar alle schon. Wurden uns ja hier und da während der Ordensbeschaffung, ne? Immer mal wieder, aha, vorgestellt. Kraft, Cassiopeia? Nee, jetzt nicht mehr. Ich muss mit dir reden. Kannst du zur Treppe vor der Akademie kommen, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich warte da auf dich. Oh, na gut. Einfach der nächste Trigger, kein Problem. Liebe Mitschüler, wundert euch nicht, ne? Ich reite nur auf diesem Motorrad-Pokémon umher. Müsst ihr euch keine Gedanken machen. Stand sie hier schon rum? Nee, das ist irgendein random Eumel. Die vier Kulleraugen dich dort wohl erwarten. Bin schon ganz aufgeregt. Vielleicht kullert sie mich auch die Treppe runter. Moin. Hasta la vista. Wir sechs haben uns diesen Spruch ausgedacht, als wir damals das Team gegründet haben. Er ist so schlecht, dass er irgendwie schon wieder genial ist. Immerhin weiß sie's. Jedenfalls wegen der illegalen LP-Sache. Ich dachte, ich würde dafür so richtig Ärger bekommen, aber mir wurde einfach verziehen. Wie kommt's? Sie meinten, dass sie es wieder gut machen kann, indem ich ehrenamtlich als Ingenieurin bei der Pokémon-Liga aushelfe.
Sie haben sogar gefragt, ob ich nach meinem Abschluss dort arbeiten will. Der Direktor und diese Frau namens Zagaria haben mich irgendwie nur gelobt. Sie meinten, ich hätte ein sagenhaftes Talent oder so. Sorry, dass ich dich hergerufen habe. Ich bin nicht so gut darin, persönlich mit Leuten zu sprechen. Irgendwie finde ich nie die richtigen Worte, aber, danke für alles. Du hast Team Star und meine Freunde gerettet, Kraft. Ich werde wohl nie in Worte fassen können, wie dankbar ich dir bin. Darum, hier. Das schmeckt. Drakometeor. Kometen werden heraufbeschworen. Der Rückstoß reduziert den Spezialangriff des Anwenders stark. Ich denke, die wirst du gut gebrauchen können. Oh, noch etwas. Kriege ich den Rucksack? Nein. Ich möchte auch bei dir meine Schuld begleichen. Wenn dir also einfällt, wie ich mich revanchieren kann, sag Bescheid. Ich bin besonders gut im Umgang mit Computern, Hacking und so. Habe ich zufällig einen Job? Nächstes Mal möchte ich es sein, die dir aushilft, wenn du in Schwierigkeiten stecken solltest. Wir sehen uns. Hasta la vista. Sie hat die Pose vergessen. Oh nein. Die Straße der Sterne. Sehr schönes Finale gewesen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dö-dö. Neue TM herstellbar. Ja, ich würde mich jetzt aber einfach straight auf den Weg zur Pokéliga machen. Weil... Was hast du? Ja. Ja, hier ist ja auch gleich der Berg. Wir können klettern, wir können fliegen. Also einfach hinter das Uni-Gelände und dann hier 1-2-1-2 und ab dafür. Nur mal gucken, ob hier nicht noch was Geheimes rumliegt. Vielleicht irgend so ein Truck mit einem Mew drunter oder so. Wer weiß, was man so findet. Wie soll man Mew und Mewtwo ins Spiel reinhacken? Ja, siehste. Wieder dieselben Gedanken hier, aber anscheinend ist hier keine geheime Höhle. Na dann machen wir den Frosch, Leute. Oh nein. Auch werde ich jetzt wieder ganz weird in eine Sequenz stolpern, wie neulich, als ich aus dem Wasser kam und erstmal durch den Professor gelaufen bin. Werde ich dann jetzt so an der Wand hängen und durchs Bild sliden? Oh nee, werde ich nicht. Ich werde einfach direkt hier zum Tor gebracht. Das ist ja schön. Und hier sind sogar noch Pokémon. Was haben wir denn? Hefe, Fluffeluff. Na gut, das sind so die Start-Pokémon. Ach, die Mäuse. Die habe ich ja dann aber noch gefunden, glaube ich. Muss ich sie jetzt nicht nochmal fighten. Sehr gut. Schmelke, du bist gespannt jetzt. Oha. Junge, der Stress jetzt. Der Druck. Oh, wie soll ich dem standhalten? Vielleicht mit einem kleinen Kämpfchen. Ein Andenken an die Pokémon-Liga. Aha. Ich bin gerade auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Kämpf doch zum Andenken mit mir. Ja. Willst du noch ein Foto machen? Oder, David, wie sieht's aus? Hast du eine schöne blaue Weste an, ja? Das ist dein Pokémon für die Pokémon-Liga. David, weiß nicht, ob es dir schon jemand gesagt hat, aber das wird ein bisschen knapp werden, glaube ich. Also, vielleicht solltest du doch nochmal zurückgehen oder gleich den Berg runterspringen. Das ist insgesamt bestimmt ein bisschen angenehmer als das, was ich da so erwarte. Bombosal, wie ist das Spiel? Mega bisher. Wir sind jetzt Richtung Finale unterwegs, dann gibt es aber noch Postgame. Ja, und Pokémon ist ja eh immer nur dann zu Ende, wenn man es selber will, ne? Der eine will alle auf 100 leveln, der nächste alle Shinies, der nächste nur die Main Story. Insofern gibt es noch sehr viel zu sehen, viel zu entdecken, aber was ich bisher alles gesehen habe, ey, mega nice einfach. Auch eine Niederlage nehme ich gerne als Andenken mit. Ja, war knapp. Kann man nicht anders sagen. War eine gute Vorbereitung auf die Pokémon-Liga. Wer was anderes sagt, hat einfach keine Ahnung von Pokémon. Weil Mauzi ist natürlich eine Killermaschine, ja. Eine verdammte Killermaschine. Wichtiges Level kommt ja bald, ne? Die 69, die rückt hier wieder in greifbare Nähe. Hätte ja Bock, dass hier noch ein Shiny rumlungert, aber irgendwie haben die wieder nicht so Bock auf mich. Bist du auf dem Weg zur Liga? Ja, hast du auch ein Mauzi, oder? Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jungen Trainern zur Erfahrung zu verhelfen. Na dann, los erfahre, Taxipilot Theo. Ein Rabigator. Okay. Ja, Bruder ist auf jeden Fall ein bisschen besser trainiert, würde ich sagen. Normales Pokémon auch für einen Taxifahrer, ne? Wenn die Leute nicht bezahlen wollen. Kurz mal Kopf abgebissen. Hoppala, Arbeitsunfall. Ich glaube, Nassschweif könnte gut sein, oder war das nur Unlicht? Nope, war nicht nur Unlicht. Find's ein bisschen schade, dass es keine Siegesstraße mehr gibt.
Siegestraße war auf jeden Fall immer wild, das stimmt. Bronzong, da wechseln wir lieber auf meinen Lieblings-Groggy. Wo nämlich? Habe bislang nur ein Shiny bekommen, ein gewisses Ferkelchen. Nice. Das ist auf jeden Fall auch eins, wo man nicht so schnell dran vorbeirennt, weil das ja wirklich rosa ist, ne? Kann sein, dass ich auch schon an Shinies vorbeigelaufen bin. Also in der einen Höhle, wo wir waren, da waren ja ganz viele... Wie heißen sie? Nicht Knackfrack, sondern der kleine... Kaumalad, genau, Kaumalad, ja. Und da meinten auch immer mal Leute im Chat so, ey, war das gerade ein bisschen heller oder war das irgendwie ein bisschen dunkler? Und dann war in der Höhle mal so ein Lichtstrahl, dann waren wieder alle heller. Also, puh, solange nicht heller von Sinn auf einmal auftaucht und aus dem Boden springt, weißt du, da komme ich, glaube ich, noch damit zurecht. Aber jederzeit könnten hier verstörende Dinge passieren. Und je nach Shiny sind die Farben da ja auch unterschiedlich. Mein Cousin hat zum Beispiel einen Shiny Kamauk gefangen. Und das hat er nur gesehen, als er reingeritten ist. So, weil das wirklich nur minimal heller ist als die normale Version. Ohne die Sterne drumherum dann. Beim Engage hat er es einfach platt gehauen, ja. Das ist ein Azugladis. Zeig mal her. Klingt ein bisschen nach Wasser. Azugladis. Oh, das ist die lila Version. Boah, die sind auch so cool, ne? Die sind auch so cool. Erstmal ein Spukball hier. Guck mal. Bam. Nur für dich, mein neuer Freund. Ja, war ein kurzer Besuch. Na gut, was soll's. Heller von Sinn im Jaina-Cosplay in der Siegestraße. Das ist genau die Siegestraße, die wir brauchen. Oh ja, weil wir sie uns verdient haben. Ah, na, hast du Erfahrung sammeln können? Na sicher. Aber nur sexueller Natur, Bruder. So, wir speichern mal. Einwandfrei. Hat es gerade Nachladegeräusche gemacht, als es die Klingen ausgefahren hat? Habe ich gar nicht drauf geachtet, aber kann sein. Vielleicht schießt das mit den Klingen einfach. Ratatata ist ein Borderlands-Pokémon. Seine Waffen sprechen auch mit einem. Wer steht denn da rum? Achso, das ist hier Nummer 1, ne? Nummer 1, jeder macht seins. Dann heile ich jetzt nochmal. Und dann geht das los hier, Leute. Pokéliga, geil. Mein Team sieht so wunderschön aus. Es sind so unglaublich unterschiedliche Pokémon. Einige sind so badass, ich töte euch, ich bin Godzillas Urgroßvater. Und andere so, oh nee, Montag, Alter. Richtig nice. Und dann ist da noch Wampitz. Dann ist einfach noch Wampitz da. Ich wünschte auch, er würde die Brille wirklich aufhaben, die ich ihm als Item gegeben habe. Aber leider ist das nicht so, ja. Kannst du deine Pokémon auch entwickeln lassen? Wie entwickeln lassen? Also meine sind jetzt alle bei den Endentwicklungen angekommen. Also mehr geht ja, glaube ich, nicht. Hallo, Kraft. Du hast dich also dazu entschieden, dich der Pokémon-Liga zu stellen. Und den Champ-Rang zu erreichen, um den zu erreichen, musst du noch einen letzten Test bestehen. Und dieser findet in dem Gebäude hinter mir statt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg. Und ich freue mich schon darauf, dich bald wiederzusehen. Okay. Oh, und er macht jetzt hier die Wache, oder was? Hallo? Möchtest du dich der Champ-Prüfung und der Pokéliga stellen? Ja, warte, warte, warte. Ich dachte, ich kann da noch rein. Sonst war da immer noch so ein großer Raum, ne? Würde sagen, wir speichern nochmal. Und dann pimmeln wir los.